Ni hao! Hallo und herzlich willkommen zu Devotion. Hallo, wer klopft da? Das ist ein chinesisches Horrorspiel. Nein, ich gucke kein Fernsehen. Ich glaube, sie ist in der Küche. Ich glaube, mir wird von dem Gelaber schon ganz schwindelig. Also irgendwas stimmt hier nicht. Aber der Wetterbericht ist zumindest... ziemlich korrekt. Oh, oh, okay. Okay, es wird... Und das um kurz vor 5. Das ist der Fernseher. Wo ist mein Xing? Wo ist mein Xing? Wo ist mein Ding? Okay, so. Wir haben das Intro überlebt. Und wie ihr seht, handelt es sich um ein chinesisches Horrorspiel, was so in Richtung Layers of Fear gehen soll. Beziehungsweise diese ganze PT-Thematik aufgreifen soll. Wir dürfen gespannt sein. Das Spiel ist teils gut, teils schlecht bewertet auf Steam. Hat wohl einen Grund, weil es wohl ein paar regimekritische oder China-kritische Aspekte hier in dem Spiel gibt, die als Easter Eggs mehr oder weniger versteckt wurden. Mal gucken, ob wir die finden. Und ansonsten soll es eigentlich ziemlich gut sein. Es ruckelt gerade ein bisschen. Ist okay. Okay, eine Zeichnung. Mei Xins Zeichnungen. Eine Zeichnung von Mei Qin. Mama, Papa und Mei Qin. Mama ist rot, Papa ist blau, Mei Qin ist gelb. Mei Qin hat auch die richtige Größe. Ich habe viel über Kinderzeichnungen gelernt in letzter Zeit. Und hier haben wir Li Fangs Foto. Li Fangs Einzelfoto. Ihr Kipao-Kleid hat ihr geholfen, ihr ikonisches Image aufzubauen. Okay, ich weiß nicht, wer Li Fang ist, was das für ein Kleid ist oder was auch immer. Aber die Infos haben wir. Read. Okay, das können wir nur lesen. Gut. Hier ist der Aschenbecher. War vielleicht nicht so gut, dass wir Kettenraucher waren. Denn jetzt stehen wir hier und haben kein Fernsehen mehr. Zigaretten nicht mehr da, Fernsehen nicht mehr. Holy shit. Okay, das ist creepy. Ja, die Bilder an der Wand. Ich mag sie ja wieder. Es ist, glaube ich, typisch so eine typisch chinesische Wohnung hier. Und so wie ihr seht, können wir hier sehr viele Informationen schon allein aus diesem Startbereich ziehen. Hier sehen wir, dass hier auf jeden Fall wir ein Kind großgezogen haben, was nach und nach gewachsen ist und wir den Fortschritt festgehalten. Das finde ich sehr cool. Finde ich sehr süß. Gleichzeitig begehren wir aber zum Beispiel auch diese Uhr anscheinend. Sonst würde sie hier nicht hängen. Ich weiß nicht, wer das ist. Kann die Omi sein? Ich hoffe, wir begegnen sie nicht. Das ist wahrscheinlich unsere Frau und unsere Tochter. Und das ist so eine Art Familienbild. Aber es ist noch ziemlich dunkel. Also wir sehen nicht, was Sache ist. Und das leckere Essen am Tisch ist auch irgendwie weg. Keine Ahnung, das kann ich nicht lesen. Das sind vielleicht irgendwelche Weisheiten. Das ist wahrscheinlich irgendeine Gottheit, irgendeine chinesische. Das ist auch irgendeine chinesische Weisheit. Und das ist ein roter Arowana. Ein Haustierfisch, das Glück bringen soll. Und Prosperity. Keine Ahnung. Leider haben wir das nur in Englisch zur Verfügung, das Spiel. Und nicht in Chinesisch. Chinesisch kann ich nämlich besser. Dann könnte ich euch jetzt direkt sagen, was Prosperity heißen soll. Aber ihr wisst das vielleicht schon. Ja, ist auch genau die richtige Größe hier für so einen Fisch, würde ich sagen. Ist vielleicht ein bisschen viel Platz, aber ja, vielleicht kann da noch ein zweiter rein irgendwann.
Aber mal gehört, die Asiaten haben es eh nicht so mit der Tierhaltung. So. Oh, hier ist ziemlich dunkel. Das ist die Küche, aber da ist keine Sau da. Oh, es regnet draußen. Das mag ich ja. Das ist schön. Gemütlich, gemütlich, gemütlich. So, was haben wir hier? Sieht aus wie Insekten. Okay. Kann ich den Fernseher ausmachen? Kann ich machen. War die einzige Lichtquelle in diesem Raum. Mehr sehen wir nicht. Ein Chuck ist auch da. Sehr gut. Hey. Was soll das? Geist. Ich kann es nicht mehr ausmachen. Sogar der Fernseher hat so eine chinesische Marke. Ich würde mal gerne wissen, ob es die wirklich gibt. So wie Sony oder sowas. Sieht aber ein bisschen älter aus. Also könnte 90er oder 80er sein. Wir sind, glaube ich, nicht im Jetzt. Auch so von der Einrichtung her. Gut, ich glaube, wir haben uns jetzt lange genug in diesem Hauptraum umgesehen. Da oben ist auch noch irgendwie was. Ist wahrscheinlich auch Gottheit, Statue, religiös, irgendwie so. Falls ihr euch mit der chinesischen Kultur auskennt, könnt ihr gerne kommentieren und ein paar Sachen, die ihr in diesem Raum seht, reinschreiben, die vielleicht aufklärend sind. Ich werde sie wahrscheinlich nicht lesen, während ich das Spiel spiele. Aber ich werde sie lesen, wenn ich das Spiel durchhabe, denn das hier ist natürlich ein Einteiler. Das heißt, wir ziehen das hier alles in einem Stück durch. Knallhart. Aber es ist wirklich schön gemacht. Also es ist wow. Hier, diese runtergekommenen Kabel und so. So stelle ich mir ein China in den 80ern vor. Ich denke mal, mittlerweile sind die ziemlich, ziemlich weit. Aber ich glaube so, das war die Zeit, wo sie halt ja, im Umbruch waren, ne, zur Industriemacht. Ja, Industriemacht nicht, aber Produktionsmacht. Ich weiß nicht, wie soll man das nennen? Okay. Ja, da haben wir schon den ersten Loop. Es ist natürlich PT-mäßig. Jawohl. Guck mal, da steht doch was. Ah, guck mal hier. 87, habe ich recht gehabt. 7. Oktober 87. Das Jahr des Hasen vermutlich. Oder der Monat. Nee, ich schätze mal Jahr des Hasen. 87. Ah, hier, guck mal hier. Gottes Theater und unter Kunst. Der Kunst. General Tendu. Okay, General Tendu. Gott des Theaters und der Kunst. Hm. Wir hatten ja, guck mal, da hat aber einer hart den Lichtschalter gedrückt. Sehr, sehr hart. Wir hatten ja am Anfang dieses Bild. Warte mal, hatten wir G, T? Inventory is empty. Hatten wir G, H, T, T, G, F, V, H, N, N. Wir hatten Li Fangs Foto. Anscheinend können wir noch mehrere Sachen finden hier. Li Fangs Foto ist nur eins davon. Etwas, was sie, ein Kleid, das ihr geholfen hat, ihr ikonisches Image aufzubauen. Das heißt, wahrscheinlich ist sie eine Künstlerin oder eine Schauspielerin, Theater, irgendwie sowas. Sonst würde ja nicht so eine Gottheit sein, ne? Also würde ich sagen, sie hat schon irgendwas Tolles in die Richtung gemacht. Aber die Uhr kriegen wir immer noch nicht. Ach, guck mal hier. Eine Größenanzeige, die mit Pulvermilch die bei Pulvermilch dabei war, die wir gekauft haben. Es hat Mei Xins Wachstum aufgezeichnet. Okay, wir haben da Mei Xins. Mei Xin war, ich guck nochmal eben. Mei Xin ist unsere Tochter. Li Fang ist vielleicht unsere Frau. Kann das sein? Ist das Li Fang und das Mei Xin? Ich habe da ja so meine Probleme. Das ist auf jeden Fall Omi. Ah ja. Ach, guck mal. Ah, ein Familienporträt von Mei Xin, Li Fang und ich. Wir sind sehr, sehr, sehr groß gewachsen und haben keinen Kopf. Wir haben noch nicht mal Füße, du. Wahrscheinlich haben wir noch auch kein Spiegelbild und gar nichts. Gut, nice, nice. Ich mag den Erzählstil bisher so. Vor allem scheint das Mädchen, ja gut, für uns Europäer sehen Asiaten ja eh alle gleich aus. Hier, der Kalender stimmt auch, 7. Oktober 87. Sehr detailreich, sehr detailreich, gefällt mir. Okay, da weiß ich nicht. Hier ist der Hauptbereich. Können wir hier noch irgendwas gucken? Aha, aha. Wir müssen es angucken, damit wir Informationen bekommen. Ach, hier. Der Schreibtisch, wo ich jeden Tag dran arbeite. Was genau arbeiten wir denn? Da steht nun altes Radio. Hier wieder unser Glückstisch. Die Küche. Hier ist jetzt ein bisschen heller. Hilft uns das? Kommen wir da raus? Okay. Rennen können wir nicht. Wir haben nur eine Geschwindigkeit.
Gehen wir mal hier hin. Irgendwie habe ich Angst, dass was passiert. Er hat einer oft einer mit seinen schmutzigen Händen dran gepackt, ja? Hallo? Okay, Badezimmer. Badezimmer und asiatische Horrorspiele, da wissen wir ja, was uns erwartet. Oh, Umbrella. Hallo. Der schwebt. Aber er wird beleuchtet. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, dahin zu gehen. Aber ich glaube, wir müssen es machen. Da tropft Blut runter auf einen Schuh. Der Regenschirm ist jetzt ein Schuh. Aber auch rot. Cinderella-mäßig. Und das sind Zeichen, die ich nicht lesen kann. Holy Hals! Hallo! Ah, Gott! Oh Gott. Scheiße. Okay, ich wusste, dass es eine Art Layers of Fear Spiel ist, aber ich wusste nicht, dass da wirklich solche Jumpscares drin sind. Ich dachte, das ist einfach nur so ein bisschen so ein Walking Simulator. Okay, damit so eine Art von Spiel ist das also. Ist hier noch irgendwas? Nein. Oh Gott, 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 oh Gott. Müssen wir ja zurück. Darauf erstmal Wodka. Gut, gut. Li Feng, wie heißt sie? Li Fang ist ganz schön frech. Oh. Ein Schlüssel in dem Briefkasten gefunden. Es hat die Nummer 1980. Housekey? Achso, warte mal. Ja, des Affen, 1980. Ah. Kann es vielleicht sein, dass wir jetzt den Raum 1980 betreten? Use. Wir wandern vielleicht durch die Räume, durch unser Haus, immer in den entsprechenden Jahren. Das sieht so aus. Das ist unser Haus. Ein Craft Paper Umschlag, der für dich geschickt wurde. Was laberst du, Junge? Aber die Radios, die müssen auch mal dabei sein. Können wir das ausmachen? Ah, ich hasse so Radios. Ja. Danke, danke. Okay. Ich will erstmal, was das hier ist. Okay. Oh, viel, viel zu schreiben. Und wieder Live-Übersetzung. Script moving in. Wir ziehen ein. Von Dude Feng Ju, Episode 1, Szene 1. Wohnungszimmer, Tag. Das ist ein Skript. Ah, das ist ein Storyboard. Pass auf. Pass auf. Die ist Schauspielerin. Unsere Frau ist Schauspielerin. Nahaufnahme. Der Mann trägt eine Topfpflanze namens Chuck zum Fenster und stellt sie dorthin. Der Mann lacht. Die Leute sagen, dass Tulpen Eleganz und Süßheit widerspiegeln. Genau wie unser Kind. Die Frau sagt, ja, weißt du, unser Kind ist noch nicht mal jetzt geboren. Lass uns erstmal hier alles fertig kriegen und dann zusammen Essen machen. Die Blüte, die Pflanze kann jederzeit blühen. Also lass uns essen. Die Suppe wird kalt. Eine Aufnahme. Das Pärchen räumt ihr neues Heim zusammen auf. Oder räumt aus. Oder
räumt ein, hier, ne? Arranged, aufräumen, einsortieren, aufstellen, einziehen. Sie hängen ihre Bilder an leere Wände, sie setzen ihre Medaillen in den Schrank und platzieren ihr Porzellan auf die Abstellfläche. Mit einem menschlichen Touch fängt diese leere Gegend hier endlich an, sich wie ein Zuhause anzufühlen. Nachdem ein paar Möbel ausgerichtet wurden, geht der Mann zurück zum Wohnbereich und findet seine Frau, dass sie auf ihn wartet mit einem Geschenk. Okay. Müssen wir das jetzt vielleicht tun? Top-Pflanze haben wir nicht, aber wir haben ja zumindest ein Foto von Li Fang. Von ihren glorreichen Tagen. Mit Unterschriften der Filmcrew auf dem Bild. Okay, wir taken das mal. Haben wir sonst noch was hier drin? Ah, Pokal. Eine Trophäe. Der Boado Asteroid Prize. Bestes Schauspielpreis. Eine weitere Trophäe, die ich in meine stolze Kollektion hinzufügen kann. Okay, und? Dann das Porzellan. Stellstellen, die wir da gefunden haben. Okay, ich schätze mal, hier müssen wir irgendwas. Was müssen wir da hinstellen? Display-Kabinett. Tee müssen wir. Warte mal, da müssen wir das reinstellen. Okay. Das ist cool gemacht. Jetzt sind wir ein Stückchen weiter. Hier stehen jetzt Möbel und so. Geil. Okay. Eine Sammlung von besten Screenwriter-Trophäen. Okay. Warte mal. Ja, warte. Snacks. Creamy Apple Flavored. Was? Meishin often eats the snack. Meishin oft. Okay. Meishin hat das oft gegessen. Das ist unser Kind. Unser Kind hat das also oft gegessen. Diese Chips. Diese süßen Chips oder was das ist. Meishin war, glaube ich, unsere Tochter, ne? Ja. Li Peng. Li Pang Pung. Dingsbums. Ist unsere Frau. Okay, warte mal, Schüssel müssen wir noch auf den Tisch stellen. Wahrscheinlich vielleicht hier hinten. Ist ziemlich cool mit dem Licht gemacht. Ist das eine Art Balkon? Könnte so eine Art Balkon sein. Aber wir sehen nicht, was draußen ist. Ah ja, hier. Nimm die Dish-Track. Zack. Somit haben wir auch die Küche eingerichtet. Ich mag das bisher. Sehr gut. Was haben wir hier? Spülmittel. Mit Handschrift auf die Verpackung geschrieben. Conserve Use. Keine Ahnung, was das heißt. Conserve Use. Conserve heißt konservieren. Vielleicht irgendwie verdünnt. Oder so. Okay. Oh, hier ist ein Raum. Können wir da rein? Hier ist dunkel. Ich kann mich nicht anhören. Ich hab was gehört. Hier haben wir noch gestrichen. Hier ist zumindest nicht so viel Dreck am Stromkasten, aber der Stromkasten selber ist auch schon dreckig. So, hier ging's hier nicht raus eigentlich? Hier ist ein weiteres Zimmer. Okay. Okay. Nagel. Da hängen wir natürlich das Bild dran. Li Fangs Poster und Schallplattentitel von ihren Heyday guten Tagen. Nach unserer Heirat hat sie aufgehört, ihre Porträts aufzuhängen oder fertig zu kriegen. Aha. Und wir sehen uns schon wieder nicht. Also wir sind definitiv mit ihr verheiratet. Sie ist eigentlich eine Schauspielerin, hatte eine super Karriere. Und warum auch immer hat sie aufgehört. Oder vielleicht nach der Geburt der Tochter oder nach unserer Heirat. Wir haben kein Spiegelbild. Also ich vermute mal, es fing ja an, dass wir quasi da in diesem Fernsehzimmer gesessen haben und sie hat uns vollgelabert, ich glaube, von unserer Tochter. Das war, denke ich mal, unsere Frau. Sie hat das Essen gemacht. Und ich denke mal, wir haben so eine Art Schlaganfall bekommen oder vielleicht einen Herzinfarkt
Und wir können jetzt, wir durchleben jetzt wahrscheinlich unser Leben nochmal. Irgendwie. So, und es fängt 1980 an, vielleicht an dem Moment, wo auch die, ja, die Zweisamkeit angefangen hat zwischen uns. Ich glaube, wir mussten zurück, stand da, und dann war es ein Geschenk auf uns. Und fängt ja jetzt im Jahr 1980 an. Oh, es ist wirklich gruselig gemacht. Es ist verdammt gruselig gemacht. Hallo. Was ist das? Eine Ballerina-Puppe. Made of icing. Sorry, zu viel Romantik für mich. Was wollte ich eigentlich sagen? Magst du mein Geschenk? Ein Feuerzeug! Hey, ich habe mich schon gefragt, ob wir ein Flashlight kriegen. Leiter. Leertaste. In der Tat ist es sehr gut gemacht. Okay, wir haben ein Geschenk bekommen von unserer Frau, ein Leiter. Oh, es ist sehr dunkel hier. Ich hoffe, wir haben Unlimited hier. Das ist gut. Okay. Mein lieber Feng Ju, das ist das Feuerzeug, das du immer haben wolltest. Du musst erschöpft sein von all dem Auspacken. Hier, nimm dir ein bisschen Ruhe. Ich will, dass du weißt, dass ich dich immer unterstütze. Glücklichen Vatertag, deine dich liebende Frau. Okay. Also, wir haben schon eine Tochter, eine sehr kleine Tochter. Das ist kein gutes Zeichen. Das ist. Ja, wir haben ja schon ein paar asiatische Spiele gespielt, ne? Das war eigentlich nie ein gutes Zeichen. Ist das die Türklingel? Okay, ich wollte mich erst noch ein bisschen hier umgucken. Ob es hier irgendwas Neues gibt. Ich glaube, wir müssen raus. Vielleicht war das auch. Ja, wir müssen raus. Okay. Ja, er ruft mich. Ist ja gut. Ist ja gut. Ja, toll. Great. Wir sind wieder draußen. Das Jahr des Affen haben wir schon mal hinter uns. Hey, ein weiteres Jahr. Das Jahr des Tigers, 86. 6 Jahre später. Wir taken es. Willkommen im Jahr 1986. Alright. Oh, das ist creepy. Diese Puppen sind creepy. Wir haben zusammen Fernsehen geguckt. Was ist das? Zigaretten. Indispensable Item for every writer. Ah, verstehe. Pass auf. Wir sind, glaube ich, derjenige, der ihre Drehbücher geschrieben hat. Kann das sein? Wir hängen da also irgendwie mit drin. Wenn das ein, klar, wenn das ein Schreibtisch ist, dann haben wir die Drehbücher geschrieben. Und sie ist die Schauspielerin. Ich glaube, irgendwas Schreckliches ist passiert. Irgendwas Schreckliches im Laufe der Zeit. Aber wir sind scheinbar immer noch zusammen. Es ist scheinbar immer noch alles okay. 27. Juli 86. Okay, 6 Jahre später. Wir haben eine 6 Jahre alte Tochter. Keine Ahnung, inwieweit das da aufgezeichnet ist an diesem Ding. Aha. Es ist irgendwie total creepy mit diesen Figuren. Das sind irgendwie. Die sehen aus wie geschnitzte Puppen, aber total gut gemacht. Total gut gemacht. Okay. Schul-Korrespondenz-Journal. Okay, irgendwas von der Schule.
24. Februar 86. Hausarbeit. Kapitel 1. Chinesische Vokabeln. Arithmetik. Was? Keine Ahnung. Tägliches Journal. Heute habe ich mein Zimmer aufgeräumt und mein Papa hat mir geholfen, alle Spielsachen wegzuräumen. Mein Zimmer hat ein sehr großes Bett. Ich kann Haus obendrauf spielen. Kommentar des Lehrers. Du solltest versuchen, dein Zimmer selber aufzuräumen. Der Lehrer ist Chen Jijun. Quizcross. Okay. Tja. Ich glaube, hier gibt es nichts Neues. Außer Kalender. Ja, ich gehe ja gleich in die Küche. Ich komme gleich. Ach, hey. Perfekt. Perfekt. Na, ob ich schaffe, das hier rauszuschneiden. Schreibt's mir mal in die Kommentare. Schreibt mal Gesundheit. Hashtag Gesundheit. So, der Fisch ist weg. Haben wir ihn gegessen? Hallo. Stimmt, wir haben einen Leiter. Wir sollten das nutzen. Nein, sie hat den Glücksfisch getötet. Du Mörderin. Zumindest sieht es so aus. Da kommen wir auch nicht rein. Huch, hallo. Es... Oh Gott! Oh, wie effektiv das doch ist. Schatz? Ja? Hast du mal einen Fisch gesehen? Nein. Okay, was gibt's denn zu Abendessen? Fisch. Fuck my life. Okay. Lass mich bitte in Ruhe. Ah, okay. Bedroom. Nee, Kinderzimmer. Oh, hoffentlich nichts mit Kindern, ey. Ein kleiner Stuhl, der benutzt, wenn ich Haus spiele. Okay, sie spielt auf dem Bett Haus. Ich weiß nicht, wie man auf dem Bett Haus spielen kann. Ein Metronom. Okay, das ist das Zimmer unserer Tochter. Ich frage mich gerade... Hat sich das verändert hier? War die Tür gerade schon da? Haben wir das mitbekommen oder nicht? Alter, du bist so creepy. Gut, gehen wir mal in das Schlafzimmer. Haben wir noch die Puppe? Wir haben noch die Puppe. Können wir die irgendwo draufsetzen? Ist ja nichts drin, nur das Metronom. Ist unsere Tochter vielleicht musikalisch begeistert, talentiert? Oder so eine Art Badezimmer. Ich wette, da kommen wir ganz zum Schluss erst rein. Ganz zum Schluss. Oh! Okay. Unsere Tochter, wir können sie nehmen. Aufnehmen. Somehow. Wir können aber auch die Kamera aufnehmen. Was machen wir zuerst? Entscheiden wir uns für die Kamera oder für die Tochter? Keramikpuppe. Polaroid-Kamera. Ich weiß, dass ich mal eine Polaroid-Kamera hatte. Okay, ich kann sie nur zurücktun. Was können wir mit der Puppe machen? Eine Puppe, die ich benutzt habe, als ich nicht Haus gespielt habe. Oh, wir müssen die Puppe auf den, ins Haus packen, ne? Auf dem Stuhl ins Haus. Ich verstehe. Dann geht's weiter. Wir müssen die richtigen Dinge hier tun, damit die Story vorangetrieben wird. Schätze mal schon, ne? Okay. Hallo. Das ist verdammt creepy irgendwie mit diesen Figuren. Oh Gott, ich werde mich so oft erschrecken. Sagt der kleine Stift zum großen Stift? Nee, der große Stift zum kleinen Stift. Wachsmalstift. Crayons, Wachsmalstifte. Sie neben singen mochte sie auch zeichnen. Können wir die mitnehmen? Nee, wir können sie nur zurücktun. Ein Artikel. Geburtstags-Einkauf? Oder Grab?
Grab heißt ja greifen irgendwie, ergreifen. Der Geburtstagsgriff, sag ich jetzt mal, oder Ergriff ist eine Zeremonie, die für ein Baby gemacht wird, die ein Jahr alt ist. In vergangenen Zeiten waren die Chancen, dass ein Baby sehr früh gestorben ist, sehr hoch. Es war sehr selten, dass die das Alter von 1 erreicht haben. Also wurde deswegen gefeiert, falls sie es geschafft haben. Auch in den früheren Zeiten, um die Vorfahren zu ehren und eine sichere, gesunde Zukunft für das Baby zu erhalten, wurde diese Zeremonie ein wichtiges Ding oder wurde eine wichtige Sache. Die Leute glauben, dass wenn man verschiedene Sachen vor das Baby legt und sieht, was es ergreift, dass man schätzen kann, welchen Typ von Karriere das Baby in der Zukunft einschlagen wird. Normalerweise benutzt man Bilder wie Stifte oder Tinte oder Papier, ein Abakus, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ein Abakus ist, Enamel, weiß ich auch nicht, was es ist, Gartenwerkzeug, Seals und so weiter, andere Gegenstände inklusive Homophonic Objects, das für Karrieren steht oder Wege oder so. Knoblauch hört sich an wie berechnen in Chinesisch und kann eine Karriere im Rechnungswesen bedeuten. Zwiebeln hören sich an wie schlau und kann eine intellektuelle Karriere bedeuten. Mensch, jetzt muss ich doch mal eben die Nase putzen. So, du hast gesagt, schon geht's weiter. Die Richtung einer kindlichen Entwicklung ist von großer Wichtigkeit für die Eltern, besonders in modernen Zeiten. Die Eltern erwarten eine Menge von der frühen Erziehung des Kindes und es ist schlau, das Kind, die Interessen des Kindes zu kultivieren und Interessen oder Eigenschaften, Expertise von einem jungen Alter an zu entwickeln, um quasi einen guten Start der Karriere zu fördern. Okay, wir müssen Dinge dahinlegen, um zu gucken, was das Kind so kann. Wachsmalstifte. Aber wir können sie zurücklegen. Oh, Klavier. Sie ist musikalisch. Piano. Deswegen auch das Metronom. Wir haben sie musikalisch erzogen. Wir gehen mal zurück. Mutter Schauspielerin. Vater Schriftsteller. Oh, wir dürfen das erste Mal hier ins Badezimmer. Juhu. Ein großer und ein kleiner Handabdruck. Aha, ein Notenbuch fürs Klavier. Ich weiß, was ich tun muss. Nämlich ins Klo gucken. Alter, wie dreckig. Haben die in die Ecke geschissen oder was? Ist ja widerlich. Aber die Badewanne hat Stil. Ja gut, es sind die 80er. Alles klar. Da können wir, denke ich mal, nicht raus. Nö, noch nicht. Pack das Feuerzeug mal ein. Alter, das wird... Ey, ja, das ist so creepy. Es ist wirklich creepy gemacht. Es ist verdammt creepy. Piano. Bam. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Ming Peng Jing, to you. Jetzt alle! Happy Birthday, happy... Oh! Ah! Happy Birthday to you. Great. Unsere Tochter, die... Tja, 6 geworden ist, denke ich mal, ne? Der Birthday Cake. Warte, da können wir die Ballerina vielleicht drauf tun. Die zwei tanzende Ballerinas.
希望可以跟妈妈一样变成大明星。Ah, es ist richtig gut. Ist gut. Ist gut. Ist mehr, wirklich mehr Layers of Fear als PT. Was da? Die Regen. Bogenbühne für junge Talente. Mit der Jury. Und Sie sehen die Kleine. Oder auch nicht. Ja, ja, ich komme sofort. Ich glaube, das nächste Jahr ruft. Wir sollen ins nächste Jahr reden. Ich geh noch mal hier schnell, ne? Oh, Mandarinen. Omi! Mandarinen sind da! Ja, ich komme ja schon. Ist gut. Wir ziehen das hier durch. Ich geh so schnell, wie ein alter Mann mit einem Feuerzeug gehen kann. Maximale Geschwindigkeit. Ich muss sagen, die Jumpscares bisher waren sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Gut platziert. Ich freue mich echt, wenn das Spiel so weitergeht. Ich hoffe, es wird keine Enttäuschung. Es könnte echt super werden. Ist das? Die Zukunft wird düster. Ich muss hier mal umdrehen. Ich habe immer Angst, dass noch irgendwie was passiert. Geh woanders spielen! Ja, das ist echt gut. Das ist echt gut. Mamas Schuh. Vielleicht. Krickel, krackel. Das Mädchen und der stolze Vater. Wir? Vielleicht? Oder ist es der Lehrer? Irgendjemand, der sie klein macht, runterdrückt. Könnte der Lehrer sein, könnte der Vater sein. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Da ist er noch glücklich, als das Baby, als sie klein war. Als sie klein... Gott, als sie klein war, ist er noch glücklich? Schulnote? Rumschreien? Traurig, wütend? Wein. Tot? Spritzen. Krank. Irgendjemand ist krank. Ich kann es nicht so ganz deuten. Irgendwie Hackerball? Was? Pikachu? Ist immer wieder diese Figur mit der kleinen Figur auf dem T-Shirt. Oder dem Kind. Oder so. Und diese Pikachu-Figur. Well, ich weiß es nicht. Es ist sehr creepy gemacht. Es ist, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, ne? Es ist schon gruselig. Das Jahr des Ochsen. 1985. Okay, wir springen ein Jahr zurück. Vor der Schule. Haben wir ihn jetzt genommen? Oh, ich mag den Wind. Ich mag das sehr gerne, wenn der Wind hier irgendwie umher driftet. 85, ein Jahr vorher. Ich weiß nicht, wann chinesische Kinder zur Schule gehen. Ob die mit 5 in die Schule kommen oder sogar mit 4. Aber ich glaube nicht mit 6, so wie bei uns. Wir haben immer nur unser eines Hemd, das Gute. Hey, da oben ist ein TIE Fighter. Sieht zumindest so aus. Okay,
Es sieht ja ganz danach aus, als ob es irgendwie der erste Schultag ist. Hier ist ein Schuldingsbumsbeutel, aber auch eine Tasche. Ich weiß nicht. Vielleicht eine Schulreise? Okay. Für den Eltern, liebe Grüße. Third year student. Drittes Jahr? Du Mei Xin. 11:45 Uhr, 18. März 85. Grund: Schwierigkeiten zu atmen. Wurde zum Schulkrankenhaus geschickt. Was gemacht wurde? Nottransport zum Krankenhaus. Nachricht für die Eltern. Weitere medizinische Tests sind nötig. Und zwar so früh wie möglich. Nachdem sie diese Nachricht erhalten haben und weitere medizinische Aufmerksamkeit durchführen, also der Arzt muss die Antwort von diesem Vorgang abliefern. Geben Sie die Antwort zur Schule zurück, zur Medizinstation der Schule zurück, dass wir weiterhin den Schüler mit medizinisch versorgen können. Okay. Also irgendwas ist da vorgefallen. Irgendwas ist da vorgefallen in der Schule. Krankheit, Notfall. Unsere Tochter ist krank. Das ist im Jahr 85 passiert. Guck mal, der Fisch lebte da noch. Fisch lebte noch. Haben wir da schon geschrieben, glaube ich, ne? So windig. Der Boden ist kaputt. Hier ist auch nix. Hände waschen, bevor du reinkommst. Oh, sie... Oh, klar. Wir müssen vorher Hände waschen. Natürlich. Und das machen wir natürlich im Badezimmer. Ja, Hygiene ist... Hygiene ist ganz wichtig übrigens, ne? Hier in unserem Haus. Es bleibt alles, wie es ist. Okay, sie ist krank. Deswegen Hände waschen. Oha. Blut an unseren Händen. Ist es unsere Schuld? Gut, das sollte reichen. Schatzi. Das ist nicht gut. Oh je. Das ist nicht gut. Remove needles. Warum müssen wir sie selber entfernen? Müssen wir das wirklich machen? Gibt es Entscheidungen bei dem Spiel? Haben wir vielleicht mehrere Möglichkeiten? Okay. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Du Mädchen, Medizinbericht. Weiblich, 10 Jahre alt. Warum 10 Jahre? Okay, wenn sie 10 ist, dann ist sie natürlich auch in der dritten Klasse, möglicherweise. Das macht irgendwie Sinn. Also gehen die dann mit 7 in die dritte, in die Schule. Department Thoracic-Spezialist. Keine Ahnung, was es ist. Symptome. Brustverengung und Schwierigkeiten zu atmen. Medizinische Anweisungen. Röntgen, Patient Röntgen und gucken, ob das Blut normal ist. Eine Blutanalyse. Normal.
keine physikalischen Behinderungen oder irgendwas Physikalisches festgestellt. Es wurde vorgeschlagen. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, ein Stück Röntgenbild, das in diesem Ordner gefunden wurde. Oh, wir können das nehmen. Vielleicht müssen wir es irgendwo einsetzen. Oh, ja. Da geht's nicht weiter. Oh, das scheint irgendwie jetzt quasi der medizinische Bereich sein. Oh, wir müssen es selber ordnen. Somehow. Aber wie? Wie? Können wir das irgendwie... Also mal A und D bewegen und bewegen. Es wird spießig. Ich würde sagen, es gehört so. Wir müssen, denke ich mal, noch mehr finden. Die hier irgendwo rumliegen. Warte, ich hole mal meinen Leiter raus. Ich glaube nicht, dass wir mit den zwei irgendwie weiterkommen. Vielleicht noch nach hinten. Da ist noch eine Mappe oder so. Ich denke, wir brauchen drei. Aber Klopapier haben wir. Falls wir uns einkacken wollen, hier gibt es genug Kackrollen. Szene 4. Kinderzimmer, Nacht. Interior. Von unten gefilmt, heißt das, glaube ich. Die Kerzen beleuchten das Bett. Und die Kräutertee irgendwas. Das Kind sagt schwach, Vater, wann werde ich runter in die große Stadt gehen? Der Mann sagt, wir können das nicht machen unter diesen schlimmen Zuständen oder Umständen. Sohn, wenn deine Krankheit vorbei ist, werden Mama und ich dich überall hinbringen, wohin du willst. Das Kind sagt, Vater, die Nadeln sind schmerzhaft. Diese Behandlung ist unmöglich. Der Ehemann zieht die Akupunkturnadeln aus dem Kind. Der Mann sagt, keine weiteren Schmerzen, keine weiteren Schmerzen. Der Vater wird dich nicht länger leiden lassen oder Papa wird dich nicht länger leiden lassen. Das Kind, was müde vom Schreien ist, fällt in einen Schlaf. Die Frau sagt, wie wird das funktionieren? Es ist schon seit so langer Zeit, mein Herz schmerzt. Der Ehemann sagt, beruhig dich. Ich weiß einen anderen Weg. Schade, kein weiteres Teil gefunden. Ach, ich muss die restlichen Teile da drauflegen. Klar. Das waren nicht alle. Das waren nicht alle. Das passt schon so. Das passt schon so. Oh, okay. Change Direction. Wo müssen wir das drauflegen? Übersetzen bitte. Oh. Teflon. Ach, hallo? Wei, Du Xianshen. Hallo, Mr. Du. Worum wir sehen uns. Mach dir keine Sorgen, so ungefähr. Okay. Das war jetzt schon Party hier im Haus, hä? Oh, mein Regenschirm. Den habe ich schon gesucht. Und der Hammer. Ach nee, ist ein Besen. Ich auch. Da ist was.
Okay, da kann man nichts machen. Das ist ein Kind, was Radio hört. Da kann man nichts machen. Da kann man nicht durch. Ach, wir sollen ja hochgehen. Okay, okay, okay. Wir sollen hochgehen. Und da steht wieder ein Kind in der Ecke. Und schämt sich oder wurde bestraft. Ich weiß es nicht. Hat man ja früher so gemacht mit Kindern. Einfach in die Ecke stellen. Es weint oder es hält sich die Ohren zu. Ich weiß nicht. Oh, okay. Das ist das nächste Jahr, so wie es aussieht. Hier können wir nichts machen. Ja, auch nicht. Wir gehen ins nächste Jahr. Oder in den nächsten Abschnitt, der uns hoffentlich ein bisschen mehr erzählt. Das Jahr des Hasen. Warte mal. 87. Hat es so nicht angefangen? Wir brauchen keinen Schlüssel dafür. Das Jahr, in dem wir vielleicht Fernsehen geguckt haben. Das erste Jahr, wo wir aufgewacht sind. Okay, jetzt wird's creepy. Jetzt wird's so richtig Layers of Fear hier. Okay, wir müssen Fernsehen gucken. Das ist der Moment, wo wir umgekippt sind. Die Talentshow. Die Wiege der Superstars. Das scheint unsere Tochter zu sein. Wir gehen auf in der Talentshow. Aber das muss ich euch, glaube ich, nicht sagen. Das versteht man nicht. Okay, warte, müssen wir vielleicht draufhauen? Das kennen wir ja schon. Bringt das was? Nein? Müssen wir weitergehen? Irgendwas? Hey, unsere Couch ist weg. Eigentlich schrecklich. Scheinbar so eine... Das Licht wird hier nicht benötigt. Okay. Warum? Müssen wir hintergehen? Wir wollen sie doch jetzt sehen. Es muss irgendwas passieren. Oh, wir müssen da hingehen. Eigentlich schrecklich, in so einer Leistungsgesellschaft zu lesen. Ich glaube, es ist wirklich noch schlimmer. Das ist cool gemacht. Oh. Das ist cool. Okay. Ja, vielen Dank auch. Wir trinken. Wir trinken. Leistungsgesellschaft, sag ich gleich noch was zu. Das ist so cool mit diesem transparenten Tochter und diesem komischen Geist dahinter. Was ist das für ein Geist? Was ist das für ein Gott? Gehen wir hier raus? Hallo? Oh. Wo ist Mädchen? Nein, in deine Erinnerung. Hey. Leistungsdruck. Scheint, in China ist das, glaube ich, sehr, sehr hoch. Ah, 1980. Können wir was dranhängen? Was aus 1980? Wir haben aber nichts. Leistungsdruck ist da, glaube ich, noch viel, 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 viel höher als bei uns überall. Es ist anscheinend sehr, sehr wichtig, da etwas zu sein. 86, 85. Okay, das sind die 3 Jahre, die wir schon gemacht haben. Entweder haben wir nichts gefunden oder wir müssen jetzt was finden, was wir da irgendwie dranhängen.
Finde die Teile der Vergangenheit, um in eine perfekte Gegenwart zu kommen. Okay. Etwas wird gebraucht, das hier reinpasst, aber ich kann mich nicht erinnern, was. Ja, ja, ist klar. Finde die Teile der Vergangenheit. Aber wo soll ich die finden? Nur in diesem komischen Flur hier? Okay, wir haben die Wahl. 1980, 85, 86, Teile der Vergangenheit. Wir gehen mal in 1980 rein. Wir machen das chronologisch. Und gucken, was der Grund ist. Vielleicht für die Krankheit unserer Tochter. Oh. Teewasser ist fertig. Ja. Ja, geht mal zur Seite. Teewasser ist fertig. Dankeschön. Oh, es gibt Hühnchen. Hühnchen, Fisch und Schweine. Irgendwas. Die Frau, die Notizen der Frau und die To-Do-Liste. Der Jade-Herrscher, was? Deity assigns a pair of household guardians. Ein paar von Hauswächterschützern. Ein Ehemann und eine Frau. Demigod-Kappe. Um über das Haus der Familie zu wachen. Bevor man einzieht, ist eine Willkommenszeremonie notwendig, dass sie durchgeführt wird, um von den Wächtern eine gesunde Familie zu versichern. Glück und Frieden. 5 Uhr im, auf dem Markt gekauft. Fisch, Hühnchen, Schweinebauch, blanchiert, süße Reisbällchen. Radish. Was ist denn Radish nochmal? Keine Ahnung. Ein Symbol von Glück. Radish. Radish. Soda. Reiskuchen. Rote Umschläge. Irgendwas. Spirit Money. Geistgeld. Schnaps. Reiswein. 3 Schüsseln gefüllt. 4/5 von allem. Was? 4/5 gefüllt. Äpfel für die Gäste und Birnen für die Zeremonie. 7 Uhr Vorbereitung. Sauber machen, Yin-Yang-Wasser sprühen, rotes Papier an die Möbel kleben, Münzen in den Raumecken verteilen, Schlüssel in Wasser irgendwas tun, Mahjong aufbauen, Oolong-Tee vorbereiten für die Tante, weißen Tee für den Onkel, Herbal-Tee für die Großmutter. Also unterschiedliche Teesorten für die Unterstellung. Süße Reisbällchen machen für die Gäste. Neue Kochsachen kaufen. Und alles muss am Nachmittag fertig sein. Also quasi eine Einzugszeremonie. Verschiedene Gebets... Items, die hier rumliegen. Um den Haushaltswächter, für die Haushaltswächterzeremonie. Okay. Mahjong war ja auch erwähnt. Mahjong, um die Familie zu unterhalten und die Freunde. Okay. Und wir versammeln uns alle vor den Fernseher. Ah, hier, guck mal. Obst, das sind die Reisbällchen, oder? Ach nee, Kekse. Eine Geschenkbox mit Keksen. Traditionale Keksbox mit Glückskeksen. Oder mit Glücksdesign. Können wir nur zurücklegen. Alle haben ihre Schuhe ausgezogen. Hm, wir können raus, aber wir haben die Zettel, glaube ich, noch nicht gefunden. Wir sind hier, glaube ich, noch nicht fertig. Der ist aber zu. Hier finden wir vielleicht noch was. Okay. Ein Brief von einem Freund von der Ehefrau. An Li Fang. Geht's dir gut? Ich war froh, dass du den Brief erhalten hast.
deine Freunde in deinem Business sind traurig zu hören, dass deine Entscheidung ist, die Filmindustrie zu verlassen. Weißt du noch, als wir jung waren und unsere Showbiz-Schwestern haben dieses Versprechen gemacht, zusammen hochzufliegen, aber nachdem du angefangen hast, eine Familie zu gründen, sind Realität und Träume auseinandergeschnitten worden. Wie deine guten Freunde, also als deine gute Freundin, verstehe ich deine Entscheidungen. Und ich kann dir nicht helfen, aber ich schätze, dass deine Entscheidung für die Familie und dein. Okay, warte mal. The family's decision to sell their. But I guess that your family's decision. Okay, ich schätze, dass deine Entscheidung deiner Familie, ihr Ahnenhaus oder ihr Familienhaus zu verkaufen, muss nur ein temporärer Fix für schwerwiegende Probleme sein. Bitte erinnere dich daran, dass ich dich immer unterstützen werde, was auch immer du tun wirst. Du bist willkommen und komm zu uns jederzeit zurück. Und ich wünsche dir und deiner Familie Frieden und Glück. Eine Schallplatte. Der kleine Track des Albums ist eine Lady von Pier. Es ist der Theme-Song für Li Fangs Breakout-Movie. Achso, Durchbruch-Movie. Also der Haupt. Ach komm, das Loch. Das PT-Loch. Bitte nicht. Make noise. Sind wir das? Wie wird da sitzen und was lesen? Ich mach mal Krach. Papa, guck, hier ist ein Loch. Papa. Papa, ich kann wo. Papa, sieh mich an. Hier ist ein Loch in der Wand. Papa, Loch in der Wand. Papa, Papa, spiel mit mir. Papa. Papa. Papa, komm mal. Was machst du, Papa? Also ich weiß irgendwas. Hat er den Brief gelesen? Ja, schau, Papa. Ärger, Papa. Oh Gott. Papa. Papa war sehr böse. Papa war sauer. Was hat er denn gelesen? Hat er vielleicht einen Brief gelesen? Entschuldigung, könnt mich nicht verstehen, wenn ich meine Hand davor hatte. Okay, wir sind das Böse. Wir sind böse. Die Fangsrote Tanzschuhe. Nehmen wir mal mit. Der glänzende Star Kiki. Verbinde die Punkte. Kiki hat eine Krone, Schuhe und ein rotes Kleid. Sie ist bereit, auf der Bühne zu scheinen. Strahlen. Ich weiß, meine Übersetzungen sind manchmal echt nicht das Beste. Das Problem ist, ich verstehe dann irgendwie mehr, als wenn ich dann direkt übersetzen will. Also ich verstehe es schon, aber es ist schwierig zu übersetzen dann irgendwie. Okay. Bücher. Rote Zettel. Da war doch was mit roten Zetteln, oder? Blumentopf-Nachricht. Du hast meine tiefsten Ängste in eine schöne Blume verwandelt. Okay, Flowerpot. Können wir das einsetzen? Schuhe, Schallplatte? Nee, anscheinend nicht. Ich brauche eine Blume. Du hast meine tiefsten Ängste in eine Blume verwandelt. Okidoki. Drei Fuß, drei Beine. Tale of the Geschichte von Sigo Guana, ein Geist, irgendwas. Wie eine Legende besagt, passiert es in einer kleinen Stadt südlich von Fujian. Es lebte einmal ein armer Bauer,
dessen Sohn zu irgendwas war, auf den Feldern zu arbeiten. Frail, was heißt denn Frail? Stattdessen wurde er in einen buddhistischen Tempel geschickt und als zur Ausbildung zum Mönch. Er wurde stärker und als er auf seiner Reise nach Hause wurde ihm angesagt, seinem Vater zu helfen, die Ernte zu machen oder so. Tend to their crops. Eines Tages, während er auf den Feldern am Arbeiten waren, kam eine große gestreifte Schlange. Sie kam langsam an, aber bald wurde ihnen klar, dass sie ihnen nichts tat. Sie würde weggehen. Ach nee, sie würde die Pest wegmachen wie Insekten und Mäuse und garantieren, dass der Bauer eine gute Ernte hat und viele, viele glückliche Jahre haben. Okay, also die Schlange. Okay, sie haben eine Schlange auf dem Feld gesehen und hatten erst Angst, aber dann wurde ihnen klar, dass die Schlange ja dafür sorgt, dass quasi sie frisst ja die Ratten, die Mäuse, die dann eigentlich das Feld zerstören würden. So verstehe ich das zumindest. Das ist scheiß Radio wieder. Okay, da ist Suppe. Ist doch nichts mehr, oder? Eine Person zu ändern kann schwierig sein. Das war gerade so ein bisschen Diss. Also wir müssen scheinbar eine Kamera finden. Was haben wir denn im Inventar? Wir haben die Schuhe und eine Schallplatte. Aber wir haben nirgendwo ein Schallplattenspiel, um die abzuspielen. Vielleicht müssen wir auch rausgehen? Scheinbar schon. Oh! Da fehlt noch was. Es war ein Artikel hier. Aber sie wurden abgerissen. Aber wir haben keinen zum Aufhängen. Okay, ich schätze mal, wir brauchen die in den anderen Räumen. Wir gehen mal in die anderen Räume. 1985. Ist doch super. Gehen wir direkt dahin mal. Das war diese Nacht, wo sie, glaube ich, das erste Mal die Krankheit hatte. Kann das sein? Ein Reisebericht. Oh, Meishin ist in ihrem Zimmer. Seitdem können wir sie nicht zum Trip kriegen. Sie ist in ihrem Zimmer. Sie hängt in ihrem Zimmer rum, seit wir sie nicht zu diesem Trip durfte. Kannst du gehen und ihr Lieblingsbuch vorlesen? Was ist ihr Lieblingsbuch? Kerzen anmachen. Locked Suitcase. Können wir es irgendwie aufmachen? Können wir nicht aufmachen. Wir müssen es irgendwo mit aufmachen. Ja, ist ganz cool gemacht, dass man hier erstmal Sachen finden muss. Okay. Scheiße. Guck mal, das ist ihr Tisch und da sind nur Medikamente. Ach du Scheiße. Ah, erstmal alle Kerzen. Der Fisch ist noch da. Okay. Oh, sorry. Wine Brew Doodles. Kürzeleien. Zeichnung von Mei Shin, die auf meinem
Vine-Poem basieren. Schuhe, eine Krone und ein rotes Kleid sind die grundlegende Elemente für einen Superstar. Ja, das hatten wir ja schon mal, ne? Was ist das? Poem attached to Wine Pot. My beloved child. Dieser Wein wird dir folgen. Süß und ripe? Reif? Braut in dem Pot. Mutters drei Segnungen. Ich wünschte deine Silhouette würde von... Ach, was ist denn Silk nochmal, ey? Silk ist... Scheiße. Ich weiß, was es ist. So Porzellan? Oder sowas? Eine Art? Nein. Silk. Ich wünschte dein Haar würde beleuchtet von Sternen. Ich wünschte deine Schritte würden von allen verfolgt werden. Während ich geduldig warte, lass die Zeit dich formen in ein Juwel. Können wir da vielleicht die Schuhe reintun? Die Schuhe. Okay, können wir noch was da reintun? War mir auf jeden Fall richtig, dass wir die Räume wechseln mussten. Schallplatte. Okay, was brauchen wir? Schuhe? Oh, wir finden es nicht. Hier, Wein. Eine Krone und ein rotes Kleid. Die Schuhe sind schon mal drin. Wir müssen noch eine Krone und ein rotes Kleid finden. Wir sollen ja eine Geschichte vorlesen. Eine Lieblingsgeschichte. Meine Familie. Du Mei Xin. Es gibt drei Leute in meiner Familie. Mein Vater, meine Mutter und ich. Meine Mutter ist eine Hausfrau, die es liebt zu singen, während sie kocht. Meine Mutter war mal ein berühmter Star. Jeden Song, den sie singt, klingt perfekt. Mein Vater ist ein Schreiber, ein Drehbuchautor. Er schreibt eine Menge Wörter jeden Tag. Er arbeitet meistens spät und ich kann ihm nicht die Schuld geben, dass er arbeitet, oder meine Mutter... was will scold me? Wird mir schimpfen. Oder so, vielleicht? Dazu kommt noch, dass ich krank bin und ich nicht oft zur Schule gehen kann. Mama und Papa passen immer auf mich zu Hause auf. Meine Mama sagt, dass wenn es mir besser geht, darf ich öfters draußen spielen. Ich liebe meine Mutter und meinen Vater. Ich wünschte, wir könnten ein gesundes und geliebtes Leben haben. Ach, wie traurig. Okay, wir sollen ihr ihre Lieblingsgeschichte vorlesen. Ihre Lieblingsgeschichte. Oh Gott! Ja, vielen Dank auch. Ich habe aber keine Lieblings... Ich hab hier ja nicht hier. Na, gehen wir mal weiter. Hier irgendwo ein Buch oder so? Schallplattenspieler? Das Maulfenster. Ah, die Geschichte von Sigo Guan, das Opfer. Wie auch immer, nichts Gutes bleibt für immer. Ein Jahr, der Novizenmönch wurde plötzlich Opfer einer Krankheit. Es hat seinen Körper und seine Seele ausgelaucht oder verfolgt. Er konnte seit Tagen nichts essen. Seine Gesundheit fiel rapide, aber der Dorfdoktor war, ja, der wusste nicht, was los ist. Der Bauer konnte nichts machen und machte sich ganz viel Sorgen, endlos Sorgen. Ungefähr zu dieser Zeit verschwand die Schnecke und sagte zum Bauern, ich bin ein Geist, der schon tausende von Jahren alt ist. Seit dein Kind geboren wurde, habe ich seine Entwicklung verfolgt oder so. Sein
großartiger Sinn für Gerechtigkeit und irgendwas mit Schuld. Seine Virtuosness strahlt selbst mich selbst überschafft, überstrahlt selbst mich. Lass mich ihm helfen, aus diesem Problem rauszukommen. Hier sind meine Anweisungen. Mein Fleisch und Blut in einen medizinischen Wein aufgekocht. Sollte seinen Zustand sehr schnell verbessern. Der große Geist hat sich daraufhin selber gebissen und hat seinen Körper den dankbaren Bauern angeboten. Okay, die Schlange hat sich selber geopfert. Um den Jungen zu opfern. Um den Mönch, also den Sohn. Zu helfen. Mhm. Hier können wir jetzt nichts mehr machen. Okay. Ich glaube, hier ist alles erledigt. Ich weiß auch nicht, wo wir die Schallplatte abspielen sollen. Das kriegen wir nicht auf. Hier sind die Kerzen wieder aus. Ich schätze mal, wir müssen noch ins letzte Haus. Warte mal, hier ist noch... Ah, hier. Okay, ein Schulbericht wieder vom 13. Juni 85. Ist langweilig zu Hause. Dasselbe Zeug spielt am Fernsehen und ich bin so krank und ich kann nicht zur Schule gehen. Ich war schon bei so vielen Ärzten, aber ich fühle mich immer nicht gut. Ich muss meinen Bericht schreiben, weil es auch meine Klassenkameraden tun. 17. Juni 85. Heute muss ich Daddys Arowana-Fisch füttern. Es muss so traurig sein, in diesem kleinen Aquarium gefangen zu sein. Genauso wie ich in meinem Haus. Oh, ja. Ja. The Meishin Show 2. The Meishin Show 1. Der Wecker klingelt. Wir werden wach. Okay, wir gehen auf eine Reise, aber dann hat er gesagt, wir können nicht. Ich weiß, dass ich nicht mehr krank bin. Er hat mir versprochen, mich heute nach Alishan zu bringen. Dann gehe ich halt selber und bringe mein Storybuch. Ich nehme die Brieftasche von Papa und den Hut von Mama. Und noch irgendwie was. Stürmischer Tag, das haben wir ja schon mitbekommen. Ich habe den Schlüssel in der Marmorbox versteckt, sag's Papa nicht. Für den Schrank. Okay. In der Marble-Box. Marmorbox. Mummelbox. Marble ist doch Mummel. Ich habe
Fisch und zwei Tabletten rein. Okay. Ach du Scheiße. Der ist den Fisch mit Tabletten gefüttert. Marble, Fischei. Eine Murmel als Fischauge. Okay. Sie hat den Schlüssel in der Murmel versteckt. Uhr 13:85 Es ist Wochenende und Vater sagte, dass ich meine, wenn ich meine Medizin nehme, wird er mit mir rausgehen und spielen. Aber er hat schon wieder gelogen. Ich habe wirklich meine Medizin genommen und mir ging es gut an dem Tag, aber Mama und Papa haben mich angelogen. Sonntag, 16. Juni 85. Papa hat mir ein paar Vitamine gekauft, aber ich will sie nicht nehmen und ich fühle mich auch nicht besser, wenn ich so tue, rauszugehen. Achso, und ich fühle mich auch nicht besser, wenn wir eigentlich rausgehen sollten und spielen, aber wir haben es doch nicht getan und Papa lügt mich andauernd an und ich will meine Vitamine nicht nehmen und es macht auch nicht, dass ich mich besser fühle und wo ich eigentlich rausgehen sollte und spielen und Papa immer lügt und ich werde nichts nehmen, ich werde nicht nehmen. Okay, kann sein, dass wir jetzt in die andere Zeit gehen müssen. Irgendwie sollte ja die Murmel der Schlüssel sein. Der Schlüssel für den Schrank. Hallo? Der Schlüssel dafür. Oh, oh. Ja, ja, ich verstehe. Ich verstehe. Wir müssen hier ein Loch kriegen. Das ist cool gemacht. Das ist falsch. Wir müssen da rein. Das Kleid. Guck mal, da ist wieder das rote Kleid. Okay. Und rein. Ah, okay, der Schlüssel für den Koffer. Warte mal, hier haben wir Licht. Oh. Das ist der Tag, wo sie Fernsehen guckt, aber alles langweilig ist. Okay, versuchen wir es mal. Zack. Was ist in dem Koffer drin? Blumen und Liebe. Mädchen wollte immer, dass wir es vorlesen, wenn sie ins Bett geht. Ah, okay. Die Gute-Nacht-Buch. Das ist gut. Das ist gut. Kann ich ihr das jetzt vorlesen? Ah, ja, guck mal, da ist sie ja. Okay. Dein Gute-Nacht-Buch. Ist vielleicht auch so eine interaktive Geschichte, die wir jetzt machen können. Flip-Page. Ach ja, die lesen ja von rechts nach links. Hm. Ich kann leider... Schu, schu, schu. Baba, lei da lie le. Jintian sen lin li chusien le yizhi hao da de san zhu. Baba de gong jian zhun zhun ming zhong san zhu de jiao. San zhu hao shen qi. Ta chong le guo lai, yong li ba baba zhuang dao le. Finde ich ja cool, dass Baba scheinbar Papa heißt. Also selbst in China wie Papa klingt. Das finde ich irgendwie interessant gerade. 回家后, 小女儿 Sasha 不眠不休地照顾爸爸, 但是爸爸的身体总是好痛好痛, 帮爸爸擦药, 喝汤, 都没有用。躺在床上好多天, 好多夜,
爸爸的病都好不起来，莎莎难过的睡不着了。她决定要出门寻找治好爸爸的方法。莎莎翻山越岭，到了丰饶神的宫殿。丰饶神的宫殿是一座金色的大房子，在森林的正中央，大门就开着，只要是森林的居民都可以自己进去。莎莎说：求求你治好我爸爸的病。丰饶神说：这是一种神奇的花，只要它盛开，再严重的病痛都会痊愈哦。丰饶神给了莎莎一颗种子，但是你得用最珍贵的东西灌溉它。丰饶神说 ：“Okay, wir kriegen einen magischen Samen und die Blume, die daraus wächst, kann jede Krankheit der Welt heilen. Aber wir müssen es mit irgendwas gießen oder füttern.” 莎莎心想：“爸爸有说过。”全世界最珍贵的神水就在天空树上。莎莎启程了，她走出丰饶神的宫殿，她来到小森林，一路向前。Jetzt können wir sie spielen, das ist ja geil. Ey, wie cool ist das denn gemacht? Wie geil ist das denn? Okay, eh?Wir haben einen leckeren Apfel bekommen. Okay. Throw. Wohin müssen wir den Apfel werfen? Ach, wie cute!Wasser ist tief, wie kann sie den Fluss überqueren? Können wir vielleicht auf den Bären springen? Wie können wir den Fluss überqueren? Das Wasser ist tief. Oh, ich weiß, der Bär. Wir holen einen Apfel. Wir holen einen Apfel und der Bär legt sich über den Fluss. Kann das klappen? Nochmal schütteln. Apfel holen.Und dann werfen. Das ist so cute gemacht. Das ist cool. Erwartet man wieder nicht in einem Horrorspiel. Komm mit, Bär. Hier. Hol dir den Apfel. Das wohl eine richtige Geschichte ist. So süß gemacht. Das ist mega cool gemacht. Okay, wir müssen ein reines Wasser finden. Ganz oben auf dem Berg. Okay, es wird dunkel. Sie kämpft und sie hat Angst vorm Kämpfen. Gibt es einen Weg, irgendwie vorbeizukommen? Vielleicht können wir hier...wir können hier hochspringen. Da ist ein Stock. Okay. Und noch ein Stock. Wir tun so, als ob wir selber ein Stier sind.
Sie schleicht vorbei. Und tut so, als sie selber ein... Ja. Ein Elk wäre, ein Stier, ein Reh, ein... wie heißen die männlichen Rehe? Worüber streiten sie sich? Wie cool. Sehr cool gemacht. Sehr geil. Die Sonne geht unter und es wird Nacht. Das Mädchen geht weiter. Okay, müssen wir da hoch? Wir klettern auf den größten Baum des Landes. Oh, hallo Eule. Vielleicht mit dieser Eichel hier. Versuchen wir das mal. Ah. Okay, irgendwas müssen wir damit machen. Warte mal, da ist doch ein Käfer. Können wir ihn damit anlocken? Juhu! Eine Made. Irgendwas. Klar. Das mag das Eulenbaby natürlich lieber. Caterpillar. Okay, lieber Schokolade anstatt Käfer oder was das war. 怎么会? 神水竟然早就已经干掉了。 没有最珍贵的水就没有办法让花开了。 Okay, das Wasser war leer. Ich wette, sie weint und ihre Tränen ist das Wasser. 爸爸不忍心看莎莎这么难过, 把她叫来床边, 告诉她。 没事了，没事了，爸爸只是要睡着了。只要你好好的，爸爸什么都不怕。莎莎难过的哭了，她的眼泪滴在泥土上，渐渐的，土里冒出嫩芽，嫩芽长出枝叶，枝叶开出花苞。 花苞绽放成一朵美丽的郁金香。原来，女儿就是她最珍贵的东西。嗯。爸爸的病好了，为了感谢丰饶神，父女两人一起把花种到土里。山坡上开了好多好多的郁金香，丰饶神也好开心。 从此以后，莎莎和爸爸一起照顾这片花海，永远开开心心的生活在一起。 Oh, ne, alles klar. Eine Papiertulpe, die müssen wir pflanzen. Das war eine schöne Geschichte. Richtig cool erzählt. Richtig nice. Richtig, richtig nice. So. Können wir hier noch was machen oder können wir ja zurück? Ich glaube, wir mussten die ja
in der 1980 Welt irgendwie Pflanzen. Okay. Ja, ja. Ich glaube, hier haben wir alles erledigt soweit. In die 86er Welt gehen wir noch nicht. Wir gehen nochmal zurück in die 80er Welt und pflanzen die Blume. Aber wir brauchen noch wahrscheinlich die Tränen der Tochter oder so. Damit wir die pflanzen können. Das finden wir vielleicht 86. Und wir haben immer noch die Schallplatte, die wir irgendwo abspielen können. Vielleicht auch 86. Und eine Kamera brauchen wir auch noch, die wir da hinstellen müssen. So, ich versuche das erstmal. Die Blume. Ja. Oh, sie wächst wirklich daraus. Aber ohne Tränen. Aber vielleicht, weil sie gebaut hat. I hope it blows beautifully in the future. Ich hoffe, sie wächst wunderbar in der... Sie blüht wunderbar in der Zukunft. Okay. Wir brauchen noch das Lieblingsbild. Das Passwort vom Lieblingsbild. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Hier stehen auch keine Zahlen drauf. Wir brauchen vielleicht noch das Bild. Wir müssen es vielleicht da aufhängen. Vielleicht müssen wir auch erst das Rätsel lösen mit der... mit dem Kleid und der Krone. Ich guck mal, ob wir das vielleicht in der 86er Welt lösen können. Gehen wir mal dahin. Okay, das hat sich hier ein bisschen verändert. Ist das ein Brief? Warte, ich glaube, sie hört uns zu. Oh, oh, da ist sie. Die Mutter. Schwiegermutters Brief. Zu meiner geliebten Tochter Li Fang. Die Heirat ist ein Prozess des Wachstums und des Lernens. Uneinigkeiten zwischen Ehemann und Ehefrau sind unvermeidbar. Dein Vater und ich sind auch diesen Weg gegangen. Das Leben kann durcheinander sein. Beziehungen schwierig. Aber wenn man älter wird, beginnst du deine Akzeptanz zu festigen. Falls du dich entschließt, ihn zu verlassen und nach Hause zu kommen, wie auch immer, die Worte, das Gerede wird sicherlich losgehen. Okay, als eine Bekanntheit oder eine Berühmtheit wirst du nicht zweifeln, wie schädigend Gossip sein kann, also Gelaber von den Leuten. Erzählereien. Dein Kind ist immer noch klein und muss eine intakte Familie haben. Ich flehe dich daher an, deine zügige Entscheidung zu überdenken und ein bisschen besser zu denken. Ich weiß, er kann manchmal grob sein, aber du musst nicht mit ihm kämpfen um jedes kleine Ding. Lass Schlafzimmer Sachen im Schlafzimmer. Kleinere Streitigkeiten können immer zur Seite geräumt werden. Pass auf dich auf, Mom. Das ist Jumpscares. Ich hasse es. Gehen wir mal an 86. Sind wir nochmal gestartet? Ich weiß das gar nicht mehr. War das auch 86? Oh. Okay. Okay. Merciful Chiu Guani, comfort all beings, ease and suffering. Das wird die Show. 小镇子小朋友呢，歌声相当的优美，
情绪也相当的投入。尤其是码头姑娘最困难的几个地方呢，都感觉不到杜美心小朋友有任何的失误，真的是相当的不容易。希望你可以继续加油。第一个小朋友呢，已经连续卫冕四次了，每次都带给我们很大的惊喜。今天所演唱的《寻寻觅觅》呢，其实相当不容易。我当评审十几年来，第一次听到小朋友来演唱，还唱得这么的好。两个人的实力确实是在伯仲之间，难分胜负。好的，休息一下，广告，广告回来就好。Wurde sie jetzt gelobt für ihre Leistung？ 小朋友呢，歌声相当的优美，情绪相当的投入。尤其是码头姑娘最困难的几个地方呢，都感觉不到杜美心小朋友有任何的失误， okay. 真的是相当的。Ein Foto, ein verschwommenes Foto. Kann er nicht erkennen. Auf der Rückseite steht eine Schande. Dieses Bild ist nicht gut geworden. Ich wünschte, ich könnte es nochmal machen. Okay. Ah, wir haben die Kamera. Gut. Die brauchen wir in 1985.Da können wir noch was machen. Was ist das? Die Geschichte von Sigu Guanyin. Ascendance. Der Vater hat den Körper der Schnecke in einen medizinischen Wein verwandelt. So wie er es gesagt hat. Sobald die Medizin getrunken hat, hat sich der Mönch von seiner Krankheit erholt. Zu dieser Zeit...Sigu Guanyin litt unter der Landschaft oder so, des Landes. Had sensed the spirit serpent's vicious deed. Mein Gott, das ist so schwierig. Keine Ahnung. Aufgrund, dass es mehr ein Monster war...war er von Serpents ultimativem Opfer überrascht. Und so bekam er den Titel des Wächters, des Beschützers. Irgendwas mit, keine Ahnung, folgte ihm dann. Die Geschichte wurde aufgezeichnet von den Shigo-Legenden-Kapiteln der Shigo-Sutras. Viele glaubendaran, dass sie Figuren von Schlangen sehen. Oder dass sie viele Figuren immer in Schlangen erscheinen. Gott, wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Mal gucken, ob wir es hier finden. Hier ist wieder Kinderzimmer. Ein weiterer Brief. Mein Traum. Du Meijin.Mein Traum ist es, ein Kinderstar zu werden, weil meine Mama ist ein Superstar. Wenn sie singt, singe ich mit ihr und Mama und Papa sagen, ich kann ganz gut singen. Ich hoffe, ich kann irgendwann am Fernsehen singen. Also werde ich in den Singunterricht jede Woche gehen oder in den Gesangsunterricht jede Woche gehen. Ich nehme sehr oft in Gesangswettbewerben teil. Mein Vater sagt,solange ich hart arbeite, wird jeder die Möglichkeit haben, mich singen zu hören. Ich will aber auch rausgehen und mit meinen Eltern spielen. Sie sind immer so beschäftigt jeden Tag. Wenn ich groß bin, werde ich mit ihnen rausgehen, einfach nur zum Spaß, den ganzen Tag. Zwei Murmeln.你看，我把旗袍找出来了，洗一洗应该还能穿吧。赖导他答应了，他说现在还来得及加个角色。什么意思？啊，不是说过了吗？房租水电都快没着落，要想办法啊。这样家里怎么办？小孩不顾了吗？你怎么那么自私啊？不是嘛，家里不会怎么样啊，家里我还是会顾。That's too creepy, madam. 好好好，我再去跟他说，不去就是了。Beruhige dich selbst. Dich selbst beruhigen. Wir haben die Murmeln.
Wie beruhigen wir uns? Ja, wir müssen festhalten, wir müssen festhalten.我就只是想要帮忙而已啊。钱我会处理，男人的事你不用管。什么叫做男人的事？你算什么男人啊？你整天窝在家里，好手好脚不出去工作，写那么多，还不就赚那几个钱？拜托你现实一点好不好？你那种剧本现在已经没有人想要拍了。好了，不要再扯这些了，我现在不想听。Wir müssen sie die ganze Zeit beruhigen. Wenn du nicht verschwendest, dann wird es nicht so sein. Ich verschwende? Wie kannst du also sie hat sehr unter den Streitigkeiten ihrer Eltern gelitten. Und jetzt wird diesen Murmeln beruhigt. Also unsere Tochter hat sehr darunter gelitten, dass wir uns gestritten haben. Ja, sie hat alles voll gemalt. Wollte sie deswegen vielleicht auch erfolgreich sein, um uns finanziell zu unterstützen irgendwie? Da hat sie es ausgemalt. Das rote Kleid, die roten Schuhe und die Krone. Ein Gesangsstar. Oh, hier, Platte. Sehr gut. Das Lieblingslied ihrer Mutter, was sie quasi erfolgreich gemacht hat. Wer mitgesungen. Das Krönchen. Okay. Das bei dem Versuch, sie zu trösten. Großartig. Dann wird wahrscheinlich in dem Schrank das Kleid sein. In dem Schrank wird das Kleid sein. Oh, das ist cool. Das ist cool. Das hier, Layers of Fear. Auf jeden Fall. Volle Kanne. Layers of Fear. Oh, ist das das Kleid? Das rote... Ja, berühmtes rotes Kipao-Dress. Wo sie berühmt war. Es wurde zerschnitten. Die Augen. Ja, wie geil. Warum muss ich lachen? Ich find's cool. Ah, das ist das Foto, wo wir uns noch anfangen können. Okay, ich dachte jetzt echt, wir müssen quasi das letzte Kleid noch in dem letzten Raum finden. Das war, glaube ich, wo müssen wir? 1980? Ne? Sieben Sterne. Wir
Okay, sie ist ziemlich gut bewertet worden, aber wir wissen noch nicht die Endbewertung. Wir wissen noch nicht die Endbewertung. Wahrscheinlich werden wir das noch feststellen. Okay, wir müssen das Kleid und die Krone in den Topf werfen und werden da irgendwas rauskriegen. Oha. Das Mikro. Das ist schrecklich. Ach, das sind die Tulpen. Ich weiß nicht mal, wo die Kamera stand. War die hier? 85 oder war die 80? Und der Topf? Ich weiß es nicht mehr. Wir gucken mal. Irgendwas war bestimmt noch hier. Oh, die Pflanzen sind schon gewachsen. 10月 9日 台风天 今天我的病还是没有好 又要一整天躺在床上 真的好讨厌 但是有一个好事 那就是爸爸送了我一个礼物 是一本故事书 睡觉的时候 他一句一句的念给我听 我还在上面乱画 把故事改得很好笑，好好玩。 爸爸教我折故事里的那种花 色纸用完了 我们就拿爸爸不要的稿纸来用 一开始折得很丑 可是爸爸很认真教我 真的好开心 而且折了很多魔法的郁金香后 我的呼吸就变得很顺 真的好神奇哦。 我偷偷把最漂亮的一朵藏在书里面 这样 Okay, das Falten von Tulpen hat sie also, hat ihren Zustand verbessert. Ich dachte, wir müssen es nehmen. Die schönste Tulpe hat sie im Buch versteckt, damit Papa sie findet. Alles so Richtung Tod, das gefällt mir überhaupt nicht. Script Tulpe. Nahaufnahme. Im Kerzenlicht sitzt der Ehemann an seinem Schreibtisch. Disheartened. Ich weiß nicht, was das heißt. Der Mann sagt Monolog, ah, ich kann an nichts denken. Ich erreiche die Grenzen meiner Kreativität. Oder erreiche die Grenzen meiner Kreativität. Aufnahme. Außerhalb des Raums. Das Kind sitzt auf dem Boden und faltet ein Stück Papier. Der Ehemann schaut rüber und ihm fällt aus, dass es eins seiner alten Skripte ist. Der Ehemann ruft wütend, hey, leg das weg. Der Ehemann springt vor und greift sich das Papier und findet heraus, dass es in eine Blume gefaltet wurde. Das Kind sagt, Vater, guck, ich habe diese Tulpe für dich gemacht. Mit gemischten Fühlen nimmt der Mann die Papierblume. Dieses Papier, das mir die Welt bedeutet, war ein Schatz in den Augen meines Kindes. Was? Ein graviertes Fragment Nummer 2. Blumen und Liebe. Was soll ich denn damit? Das sagt mir jetzt überhaupt nichts. Was können wir damit tun? Music. Oh! We are back. Wir sind zurück. Ah, das ist wirklich ihr Zimmer. Okay, warte mal. War das hier mit der Kamera?
Das war der Brief. Achso, hier waren wir. Das war diese stürmige Nacht. Hier ist der Kessel, genau. Da müssen wir reintun. Das Kleid. Und wir müssen da reintun. Die Krone. Ich freue mich drauf. Auf den Tag, wenn ich es öffnen kann. Okay, vielleicht 86. Da hing nämlich auch so ein Pott rum. Vielleicht können wir den 86 öffnen. Okay, dann müssen wir nach 1980 zurück. Ich glaube, da war das Stativ. Wo wir letztendlich den, die Kamera drauf. Wir haben noch eine Kamera. Da können wir die Kamera drauf machen. Gucken wir mal. Glaube ich, sie war 1980. Okay, hat sich wieder was verändert. Schule, an die Schule. Aufgrund der Probleme meines Kindes, Dumei Chan, nicht erscheinen. Sieht es so aus, dass sie nicht an dem Schulausflug teilnehmen kann oder. Während das Datum des Wettbewerbs teilnimmt, wir müssen mehr in ihr Training stecken, das sie erhält. Ich habe keinen Zweifel, dass du ihr außergewöhnliches Talent verschwendest und Charme am Fernsehen verschwendest. Diese Eigenschaften müssen kultiviert oder entwickelt und kultiviert werden. Ja. So. Jede einzelne Minute von jede einzelne Minute des Trainings ist wichtig für ihr Wachstum. Ihre Gesundheit und geistige Gesundheit ist auch von großer Wichtigkeit. Die kalte Front kommt mit der Welle rum dieses Jahr. Mei Xin ist hat eine Krankheit und wird nicht irgendwas ihrer Rücksitze in Wettbewerben verlieren. Was? Ich bin zuversichtlich, dass sie nicht das sehen wollen, dass es passiert. Auch, genauso wie vorher, werde ich ihr Erscheinen von diesem Trip widerrufen. Mit Sicherheit wird es eine separate Lernroute oder irgendwas mit Lernen geben in einer Zeit. Ich bin sicher. Es gibt vergleichbare Reisen, wo wir daran teilnehmen können, die beides wird sein wird, instruktiv oder lehrreich und Spaß. Also die gleichzeitig lehrreich und Spaß für sie sein wird. Bitte verstehen Sie es und achten Sie auf Mei Xins tatsächlichen Bedürfnisse. Gemacht. Das haben sie gut gemacht. So. 1980. 86. 80. Wir müssen das mit der Kamera noch checken. Ich hoffe, ich habe alles verstanden von der Story soweit. Das ist echt wieder dieses komplizierte Englisch, weißt du? Was ich persönlich sehr kompliziert finde. So.
Also komisch geschrieben irgendwie. Hier hängt ja dieser Pott nicht, ne? Da ist kein Pott. Aber hier können wir jetzt die Kamera aufstellen. Wir haben es verkackt und haben das unscharfe Foto gemacht. Ich bin sicher, dass dieses Foto die guten Erinnerungen irgendwann zurückbringen werden. Werbung für Kekse. Ich bin verwirrt. This is my secret hideout. The passwords are my favorite picture. Ist das das Lieblingsbild? Die Musik ist creepy gerade. Oh Gott. Oh Gott. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das Passwort ist auf meinem Lieblingsbild. Was? Von der Tochter? Lieblingsbild. Wo haben wir denn noch Bilder? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir müssen in die Zukunft. Da können wir das... diesen Pott wieder öffnen. Wofür auch immer der ist. Oh, hier haben wir alles erledigt. Nee, doch nicht. Das ist einfach nichts. Gucken wir mal, was in dem Pott drin ist. Okay. Blut. Wein. Ja, ist klar. Alles gut. 19日, 天气晴. 一个人在家的时候, 我也觉得很害怕. 越想越紧张. 然后就会跟以前一样，头好痛，不能呼吸，一直发抖和咳嗽。好久没有这样了，不知道为什么，明明同学大家都好好的，但我就会想很多，很担心会有不好的事情，常常吸不到空气的感觉，睡不着，在想说睡着以后可能就醒不来了，睡不着的时候。 爸爸都会带我去找何老师，感冒或身体不舒服的时候，爸爸也会带我去那里拜拜。因为我以前病得最重的时候，是给何老师看过才好起来的，所以爸爸很信任何老师。妈妈说不要太相信那个，可是爸爸相信，所以我也相信。我要努力赶快好起来。
Daughter's Red. Skript 6. Liebe macht eine Familie aus. Die Frau sagt, Liebling, du bist unser Schatz. Du musst realisieren, dass Mutter und Vater die Zukunft für dich ausgerichtet haben. Wenn wir alt sind und nicht mehr laufen können, wirst du da sein und dich um uns kümmern, richtig? Kind? Verstanden, Mutter. Na, Aufnahme. View des von der die Frau von der Orna, also von der von dem Kästchen mit Ornamenten von der Frau. Silk Wrap and Gilded Shoes. Frau, versprich deiner Mutter, dass du irgendwas erreichen wirst. Renown. Und diese Sachen werden deine Sachen sein. Okay. Danke, Mutter. Ich werde es versprechen. Ich werde deinen Wunsch nicht mit Leichtigkeit tragen. Wenn ich groß bin, werde ich dir zurückgeben, was nötig ist und mehr. Du wirst ein Leben voll von Abundanz, ein Leben von Glückseligkeit oder sowas haben. Oder von Glück. Irgendwie so. Die Frau ist sehr glücklich. Sie glaubt, dass das Leiden und der Eifer, der in den vergangenen Jahren gemacht wurden, am Ende es wert sein werden. Und wir haben ein weiteres Ornament gekriegt. Aber wo stecken wir die rein? Und reicht zwei? Machen sie aber auch spannend. Okay, möglicherweise haben wir gewonnen. Nicht so laut. Baschi. So. Okay, von meinem Geburtstag, das Jahr. Magic Pinplate Home Sweet Home. Das Datum am unten steht 0716. Alles klar, 0716. War das auch hier mit dem Code? Nein, natürlich nicht. Das war dann 80. 85. Ah, scheiße. 0716. So. Jetzt aber. 0716. Oh, ist wie ein Visage, wo wir in den Schrank reinkriechen müssen. Natürlich. Das bleibt uns nicht erspart. Oh, wir sind wieder ein Kind. Oder ein Baby? Kleiner. Das sind die Sachen, die uns hingelegt wurden. Schätze ich mal.3月24日天气晴，大衣柜是我的秘密基地。每次叔叔阿姨来的时候，爸爸妈妈都会叫我去打招呼。但是我觉得陪客人聊天好麻烦，我不喜欢被问那些问题，也不知道讲什么，所以我都躲起来等他们走掉。 Ich habe den großen Kleiderschrank ausgewählt. Achso, als Hideout, als Versteck. Okay, wir müssen singen. Das
在衣柜里面我可以小声唱歌，可是没有人在听，所以我都乱唱。我觉得啊，在衣柜里我唱得比在台上还好听，要是比赛都搬在衣柜里就好了。哼，这样就不会在大舞台上发抖，也没有人会在台下用力盯着我。Father's Endeavor. Ich weiß jetzt schon wieder nicht, was Endeavor ist. Sie hat auf jeden Fall gesagt, sie kann in dem Kleiderschrank besser singen und ist konzentrierter als auf der Bühne und sie wünschte, dass die Wettbewerbe da abgehalten werden. Okay, Szene 7, ein Bergpfad. Ich höre die Neuigkeiten deines ersten Geburtstags deines Kindes heute. Entfernte Freunde und Verwandte kommen, um es zu feiern. Verwandt A. Wenn du erwachsen bist, wirst du definitiv accomplished werden. Gefeiert werden. B. Du kannst ein mächtiger Official werden, also mächtiger Führer oder sowas. Oder du kannst ein Händler werden. Ein Doktor sein ist gut. Wie sieht's aus, ein General zu sein? You will be prosperous. Du wirst Notoriety erreichen. Oder Prestige. Das ist Übersetzung, ey. Ich und Übersetzung. Sie werden Runden drehen, um den Kopf des Kindes zu berühren als ein Zeichen von Glück. Als ein Symbol der Sicherheit. Und wir haben das letzte Symbol. Das Kind. Gut. Damit können wir eigentlich zurückgehen und müssten jetzt die Tür der Vergangenheit oder die Tür der Erinnerung öffnen. So verstehe ich es zumindest. Zumindest sind es die drei Teile, die wir brauchen. Um jetzt quasi in die nicht datierte Tür reinzugehen. Ich glaube, hier haben sich jetzt auch... Ja, die Zeitungsschnipsel haben sich hier. Guck mal. Genau. Kann ich mir jetzt angucken. Ah, das sind alle Erinnerungen, die wir zusammen... Ah, okay. Das ist mir nicht aufgefallen, dass die da sich die Erinnerungen sammeln. Was war das? Okay. Gehen wir ins Hier und Jetzt. Es wird spannend. Natürlich. Natürlich. Ach man. Sie weint natürlich. Wir wissen alle, was das heißt. Wir wissen alle, was das heißt. Ja. Ah. Ah. Hallo. Ja, hallo. Ah. Reloading last checkpoint. Müssen wir irgendwas machen? Ah, sie darf uns nicht kriegen. Wir müssen wegrennen. Aber hinter uns ist nur eine Wand. Was müssen wir tun? Okay. In die Tür reingehen. Einfach weglaufen vor ihr. Wir nehmen einfach irgendeine Tür. Einfach weglaufen vor ihr. Das passt jetzt so gar nicht ins Spiel, aber okay. Warum laufen wir von unserer Frau weg? Haben wir jetzt nicht selber zu verantworten, was wir getan haben? Wir sind im Kreis gerannt. Nein, hier ist nicht Ende.
hasse es, verfolgt zu werden. Ich hasse so Verfolgungsszenen. Ist hier immer noch hinter uns? Natürlich. Hier links. Rechts? Ich weiß es nicht. Rechts. Wir gehen rechts. Es gibt zumindest mehr Türen hier. Ich glaube, das heißt einfach, dass wir falsch waren. Okay, wir waren nicht falsch. Dann halt links. Da ist noch eine Tür. Das ist bestimmt die richtige. Und noch eine Tür. Ey, ich fühle mich zurück an Conjuring House erinnert. Wo wir einfach den richtigen Weg mit den richtigen Türen nehmen mussten. Gott, was war das für ein Scheißrätsel. Was war das für ein Shit, ey, Leute. Ich erinnere mich jetzt wieder hart hier dran. So, man kann diese Türen-Run-Szenen kann man auch nicht, man kann sie nicht lang genug machen. Ja, Fahrstuhl. Sehr gut. Na komm schon. Geh schon zu. Genauso scheiß kaputt wie der Fernseher. Hallo? Hilfe. Hallo, Freunde, willkommen bei unserem Sendungsschirm. Heute haben wir einen besonderen Gast, ist eine lange Zeit nicht gesehene Sängerin Gong Lifang. Okay. Lifang. 恭喜你要复出了。是啊，谢谢刘大哥。国民女星回来了，这可真是个大消息。我相信听众朋友们一定都非常的开心，大家都非常的想你。不过同时，应该也都跟我一样很好奇，究竟是什么原因让你决定继续回来拍戏的？嗯，还是有太多难以割舍的事吧，一言难尽。你先生难道没有对这件事表达什么意见吗？ 岂止有意见啊，根本大发雷霆。我想他最在乎的就是他那张薄薄的面子吧。这么说会不会有一点太苛刻了？苛刻，苛刻！我努力让这个家还有家的样子，他呢，整天包红包给那个老师，花大钱去买那些怪东西，到处烧香，到处贴符，把家里弄得越来越邪门。 还说我被不好的东西附上了，要我去向观音忏悔。你能想象吗？被自己的丈夫当成妖魔鬼怪。美心从小就爱黏着爸爸，父女俩三天两头就往老师那边跑，我根本没办法。所以我决定，这次演出之后。 我要带着一家子离开那里，去一个平静点、单纯点的地方。Okay, sie ist also wirklich abgehauen. Weil wir unser ganzes Geld irgendwie auf das Glück gesetzt haben, so mehr oder weniger, und versucht haben, unsere Tochter in diese Rolle zu zwängen. Deswegen der Regenschirm. Als Symbol, wenn sie abgehauen ist.
Sie hat uns buchstäblich im Regen stehen lassen. Aber wir waren ja irgendwie auch schuld. Das jetzt passt jetzt wieder zur Szene, wo wir draußen waren. Aber eigentlich hat es ja hier geregnet. Scheiß die Post, ey, meine Fresse. Okay. Das Ornament. Familie. Ein einfaches Haus. Vater, Mutter, Kind. Wo man glücklich sein kann. Errungenschaft freigeschalten. Beispielhafte Familie. Da ist unsere Tochter. Fokus. Du hast nie eine Wiederholung verpasst. Du bist ihr größter Fan. Hat sie es geschafft? Hey! Aufstehen. Können wir zu ihr gehen? Jetzt sind wir hier. Mama, Mama, 什么时候会回来？妈妈去哪里？我真的好想妈妈哦。Wann kommt Mama zurück? Ach, Mama ist alleine abgehauen? Bricht jetzt das Eis zwischen uns. Wir kriegen wieder keine Luft. Jetzt sind wir das Mädchen. Das Publikum, das sind Panikattacken vielleicht. Medizinischer Bericht. Normal. Alles normal. Keine physischen Symptome. Psychische Symptome. Panikattacken. Das sind Panikattacken. Hat der Arzt auch gesagt. Panikattacken, weil wir die Tochter so unter Druck gesetzt haben. Erfolgreich zu sein. 喂，杜先生，我是何老师。我听说了，美心这次真的有这么严重吗？你别慌，赶快再来给我看。我们亲自直呼观音，求求看有没有解。不要担心，照我说的做。上一次治好了，这一次一定也可以。Das letzte Mal funktioniert, es wird diesmal auch funktionieren.
Ist das quasi so ein spiritueller Typ? Geist? Das stand ja... Wie hieß das? Ist kein Arzt. Das ist was Spirituelles. Wir müssen wieder was opfern oder so. Wir opfern was, weil wir dadurch dessen denken, dass unsere Tochter besser geht. Reinige ihre Seele. Du, Xianzhen, ni you mei you kan dao shenme? Oh, wir brauchen vielleicht das Feuerzeug. You kan dao zhuhuo ma? Na shi mei xin de yuan shen. Zhuhuo zenme yang? Wie ist ihr Zustand? Gut. Huo zai shanshuo. Okay. Wir müssen sie suchen. Wir müssen irgendein Zeichen, irgendein Hinweis finden. Irgendeinen Weg hier raus. Wird sich weiterführen. Das ist das Treppenhaus. Licht-Train. 那是美心的心神不稳，别担心，他还有一半的神智。再找找看有没有特别的东西。 Ob du irgendwas Nützliches findest. Ein Papierboot? 你看到什么？纸船。船是不是漂在水上？水是慈姑观音在引路，跟着我念。水能通灵，船为摆渡，恭请慈姑观音引路。 现在嘞，放水灯的河流有没有可以通行的地方？和尚有沙洲，沙洲是慈姑观音的化身，他要当你的路，你走过去。Diesen Augen im Himmel, es ist so verdammt gut gemacht, es ist wirklich gut gemacht. Ist irgendwas, was heraussticht? Die Augen stechen heraus. Hier ist eine Brücke oder so. Ja, drüber? Hier ist eine Brücke, ja. Folge dem Licht. Die Brücke ist kaputt. Ihre die Leute. Falsche Wege. Das ist quasi das Höllenfeuer. Okay, ein Tempel. Es gibt einen Pfad. Du先生. 这是地狱惩罚罪人的地方，这边和你没有关系，不要碰任何东西，赶快走过去。别担心，你女儿不在这里。
Nichts anfassen, das ist die Hölle. Deine Tochter ist nicht hier, keine Sorge, geh weiter. Fass nichts an und ignoriere alles. Das kennen wir ja irgendwie schon. Sie nur, dass du was auf deinen Schritt auf. Nicht aufhören, weiter, weiter. Diese Steine festhalten. Wäre es irgendwie mal blöd, wenn die, das haben die auch bei Visage gemacht, wenn die die Leute dann einfach nur durch so Lichtgestalten ersetzen. Ich weiß nicht, ob das dann einfach so ist, weil sie keine Zeit hatten oder keine Lust oder so teuer, diese Models dafür zu machen, aber ich finde das immer eine sehr billige Ausrede, irgendwas darzustellen, die man es als so Lichtgestalt darstellt. Das sieht man ja öfter. Aber da oben ist eine. Also die anscheinend Sinn macht. Das ist cool mit den Blättern. Das ist mein Baum des Lebens. Das ist voll cool mit den Blättern. Wir müssen erst in uns selbst gucken. Das siehst du in uns selbst. 这条路会带你走到内心深处. Geh deine innere Höhle, was siehst du? Ein Pinguin, gleite. Dein Schutztier, ein Pinguin, gleite. Wer kennt es nicht? Filmquote, Moviequote, wer weiß es? Wer weiß es? Jetzt in die Kommentare schreiben. Ist ein Füller, wir sind Schreiberling, natürlich. Wir schreiben Geschichten, deswegen haben wir den Füller. Aber wir müssen da hoch. Wir gehen weiter. Das ist eine sehr schöne... Okay, falls wir Probleme haben, wird das Mantra uns helfen. Was ist das? Okay, wir sollen den Weg nehmen, der offen ist. Zumindest erstmal. Hey. Ja? Hey. Hi. 杜峰宇, 看这里, 是我啊。 几年不见都不记得我了吗? 你还记得那朵花吗? 我种的那朵。 那女孩好喜欢那朵花, 天天盯着她看。 每次掉了一片花瓣, 他就拔自己的指甲去重新完美它。花黄了，枯了，他就拿自己的血来浇，终于让小花开花结果。他就是那么宝贝它。可是我告诉你，小花终究是小花。 结了果以后，它承受不了重量，终于还是被压死。很遗憾吧，但我们都是作者，不是吗？现在还有机会救他，去吧，就在前面，去挽回你的希望。 Das Tulpenzimmer. Hi. Papa
爸爸的。不管怎么样，爸爸发送专家和爸爸，我们一起出去玩。爸爸，我想要出去玩。爸爸，我出去玩好，带我离开这里。爸爸，爸爸，为什么不听求求你？带我走啊！带我出去玩好，带我出去求求你。爸爸，爸爸，我们一起出去玩。带我出去玩好，求求你，求求你。恭迎慈姑观音，度世灵显四方。陆先生，你的坚定驱除了那些魔障，现在慈姑观音亲自显身，美心的魂就在这里，你要诚心对慈姑观音发愿，来帮助你的女儿。Okay, um sie zu retten, müssen wir irgendwas machen. Da oben steht sie doch. Ich muss zugeben, so ganz verstehe ich die Story nicht, nur so grob. Es ist mal wieder das Problem der Übersetzung. Lost in Translation mal wieder. Okay, wir müssen da hingehen. Du hast was für mich. Ein Löffel. Eine Dummeisin so in Goye so kun, Singsen Mongbi, Sifu Dufong Yu Fayen, Yen Sien Wu Guangming, Hua Ein Yin Tau in Mai. Okay, wir opfern ein Auge. Oh. Scheiße. Das ist gut gemacht. Eieieiei. Und raus. Ja gut. Es ist cool, wie das wieder der Screen jetzt wieder zusammengeht, nachdem wir das Auge rausgerissen haben. Okay. Was kommt als nächstes? Da hinten? Oh, da oben. Okay, wir müssen zwei Dinge machen. Vielleicht müssen wir das andere Auge auch noch opfern, damit die Blume komplett rausgeht. Mal gucken. Leider können wir nicht rennen in dem Spiel. Es kann also eine Weile dauern, bis wir hier zum Berg hochgeklettert sind. Ja, als alter Mann. Wir armer alter Mann. Armer alter Mann. Da ist wieder die Schlange. Hier in diesem Tempel, da. Überall. Okay, was haben wir hier? Bitte nicht wieder ein Löffel. Bitte nicht wieder ein Löffel. Ein Haken. Okay, was genau müssen wir jetzt machen mit diesem Haken? Die Zunge raus? Die ist so wie so eine Schlange weg. Okay, was müssen wir mit dem Haken machen? Eine Zunge. Du, oh Gott. Ja, toll. Super. Liebe Kinder, das ist einfach nur, das ist eine Gummizunge. Das ist einfach nur Spaß. Der macht nur Spaß. Das ist total witzig eigentlich, was hier gerade passiert. Wir müssen nochmal nachziehen. Mein Gott, ist die lang. So, hier. Das ist der Part des Spiels, der halt so richtig jetzt Horror-Game ist. Hey, wir haben die Uhr um, die wir uns so sehr gewünscht haben.
Wir opfern uns für unsere Tochter. Die Seele der Tochter已经回归了。接下来是最后的祈愿，从哪里开始的，就回到那里做结。Zum letzten Opfer, zum letzten Gebet, da wo es begonnen hat, da soll es enden. Mal sehen, was wir jetzt Tolles machen können. Was dürfen wir jetzt machen? Warum ist das diese komische Hexe da im... eine Schere? Was müssen wir mit einer Schere machen? Ah, unser Blut. Ja, es geht ja noch. Komm, Wachsblume. Wachsblume. Und raus. Na, was ein Glück. Ja, Devotion. Da haben wir den Titel des Spiels. Ja, es nimmt schon ein bisschen mit. Irgendwie. A Vigil Offering. Ah, guck mal. Es ist wirklich passiert. Wer hätte das gedacht? Ah, da sind diese Dinger, die wir. Diese Anbetungsdinger, die wir gesehen haben. Okay. Haben wir wirklich unser Blut geopfert und unser Augenlicht und ja, zumindest eins davon in unsere Zunge? Guanling-Ritual. Spirituelle Verbindung. The Guanling-Ritual ist ein Ritual, das seit Jahrhunderten durchgeführt wird. Mit der Leitung eines spirituellen Mediums ist es möglich, eine Inkarnation zu machen und den Geist zu beschwören. Das Juan oder Juan Chen Palace basiert in einer Persons inneren Konsistenz, indem man seinen eigenen Juan Chen Palace beobachtet. Kann es die Seele balancieren, die Aura stärken und das Schicksal formen. Um das Guanling-Ritual durchzuführen, müsst ihr erst die Adressen und das Horoskop niederschreiben. Oder die Ziele und das Horoskop. Das spirituelle Medium will dann die Fragen beantworten und den Host zu seinen Antworten leiten. Übliche Fragen enthalten, indem man sich nach der Karriere, nach dem Glück oder der Gesundheit fragt. Falls irgendjemand wirklich krank ist, kann er auch nach Heilung und ja, und Genesung fragen. Okay. Aber wenn unsere Tochter nur Panikattacken hat, dann braucht sie doch eigentlich nur, ja, das heißt, dann muss die Ursache für diese Panikattacken gefunden werden, würde ich jetzt mal sagen. Und sehr wahrscheinlich liegen sie da drin, dass der Vater halt zu viel Druck ausübt. Hallo? Ist das unsere beschissene Wohnung hier? Da gucken wir mal später. Ich guck mal, was da noch liegt. Ich glaube, wir wohnen jetzt hier. Ist das immer noch unsere Wohnung? Das ist irgendwie ein anderer Ort. Okay. Beratende Notizen für das Ritual. Sing a Sandbank. Okay, eine Sandbank, sie führt zum Wasser.
Lotusblüte, das verbindet das Objekt der Seele zu der Unterwelt. Eine Lotus in einem, die unter Wasser versinkt, das Objekt muss in Flüssigkeit gebadet werden oder sowas. Indem man das Blut in einer Schüssel opfert, streu den Wein in einen Container, in ein Behältnis, kein Wasser. Die Vorschläge des Mentors. Wein wärmt den Körper und dringt das Kalte heraus. Ein Weinbad ist gut für den Körper. In was Gebrauten zu baden unterstützt die medizinische Effektivität. Was erlaubt, durch das Meridiansystem zu laufen. Qigong wird einen Geist in den Körper leiten und der da drin badet, in Wein badet, wird seine Kraft streuen, um alle physikalischen oder alle physischen Sachen zu heilen. Vorschläge für dieses Ritual. Der Durchführer bedeckt seine Augen mit einer roten Kleidung, was sich zu der Seele in der spirituellen Welt verbindet. Eine Flasche von Wein vorbereiten, nicht mit Wasser mischen. Shroom-based Weine sind optimal. Place Spirit, Serpent Inside. Also irgendwas mit Geist, irgendwas drin platzieren. Der Durchführer bietet sein Blut in einem Behältnis an. Eine Seele für eine Seele. Das Subjekt in ein Behältnis packen. Okay, haben wir gemacht. Knee and pray to. Hinknien und nach Gnade beten an Shigu Guanjin. Okay. Aufnahme von dem Beratungsgespräch oder irgendwie sowas. Müssen wir gleich wahrscheinlich. Hier war doch ein Kassettenspieler hier irgendwo. Kennt ihr das noch? Von früher?是很舒畅，但是吼，怎么了？拍谁拍谁，我只是想问，因为我们家弟弟是不是没有笑？他已经重考第二年了，我每天都有在办，都有在求，但是他成绩还是没有变好，是不是要补助补功德金？需要什么我都可以做，我会更努力办。麻烦老师跟我说要怎么办。 不要紧张，这个一定有方法，我会再教你，拜托拜托，何老。 Okay, das war jetzt quasi eine Aufnahme von einem anderen Kunden. 我想确认一下，你告诉我的方法真的有用吗？有有有，一定有。有有有。我都在念经，可是那女的还不肯跟他离婚啊。我们有都有在一起念了，我们念这个要真心诚意啊，真的有念了，有缴钱，到底？ Das sind quasi alles Berichte von Leuten, die sagen, dass das nicht funktioniert. Ein Scharlatan! Tja, wer hätte das gedacht, dass so ein Schamane, so ein Scharlatan die Leute reinlegt. Wir wurden anscheinend auch reingelegt. Wir konnten nicht dafür sorgen, dass unsere Tochter besser geht. Aber ist ja irgendwie auch klar, ne? Weil wie gesagt, scheinbar hatte sie nur Panikattacken. Vom Druck, der ausgeübt wurde. Oder möglicherweise ist das eine Sache. Und scheinbar wohnt sie auch direkt in demselben Haus.
So wirkt es zumindest. Ja, oben. Sie hat ja gesagt, komm hoch. Komm hoch zu mir. So langsam ergibt alles Sinn, ein bisschen. Zumindest verstehe ich es so. Die Silhouetten der Tochter war ja immer da. Die hat quasi gewartet. Wir haben unsere Zeit verschwendet, wir haben unser Geld verschwendet. Wir haben unsere V verloren dadurch, weil wir das Geld verschwendet haben. Okay. Wir haben dieses Ritual mit unserer Tochter durchgeführt. Ich hoffe nicht, dass wir irgendeinen Scheiß gemacht haben und sie jetzt tot in der Badewanne liegt. Geduld ist essentiell. Du musst deinen Glauben da reinbringen. Zerbrich sie nicht. Sie muss einweichen. Öffne nicht das Badezimmer. Bis zu 7 Tage kann es dauern. Das... Scheiße. Ruf mich an, wenn du Fragen hast. Und sie geht nicht mehr ran. Scheiße. Das ist ganz schön deep, das Spiel. Das ist fucking deep. Da habe ich nicht mit gerechnet. Das Bild. Wir haben ein paar Sachen tatsächlich nicht gefunden. Wir haben ein paar Sachen nicht gefunden. Okay. Sah es hier schon immer so aus? Hier ist alles voller Müll. Es ist alles runtergekommen. Wir leben alleine. Zumindest denken wir das? Oder denke ich das? Nee. Ich hoffe, sie ist nicht in der Badewanne. Wir können nur noch ins Badezimmer. Ach du Scheiß. Es ist ein Räucherstäbchen. Versiegelt. Oh, bitte nicht. Die Tulpe. Die Tulpe im Wasser.9月29日下雨天，妈妈很久没有回家了，我很想她。无论那边要苦，可是月亮胸口越不舒服。有一天，最后开始不能呼吸了。爸爸说这次不用看医生，明天我们去看何老师，并马上就会好。但是爸爸一定不知道，我已经有治好病的方法了。 我已经折了好多好多郁金香了，还差一点点就可以放满整个房间了。可惜爸爸最近都忙着拜拜念经，没办法陪我一起折。只要折到和故事里一样多的郁金香或者病，一定就会好了。病好后，我要继续练唱，练得更厉害，唱得更好。然后，总有一天，一定会实现我的生日愿望。 变成大明星，让爸爸妈妈一起坐在电视机前面看我唱歌，大家开开心心的聚在客厅。我好喜欢那个时候。Es ist schon eine sehr traurige Geschichte. Musik
Okay, das Falten der Tulpen, der Papiertulpen hat sie beruhigt. Deswegen hat sie keine Probleme mehr gehabt. Was ja auch wieder ein Zeichen dafür ist, dass es Panikattacken waren. Ich glaube, das ist jetzt zu Ende. Das ist jetzt quasi der Abspann. Das ist der Spielplatz, wo wir nie mit rausgegangen sind. Dabei wollte sie nur mit uns spielen draußen. Papa, 我们回家吧。Okay. Red Candle Games heißen die. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich überhaupt ein chinesisches Spiel gespielt habe oder von chinesischen Entwicklern. Ich glaube, es ist sogar ziemlich selten, dass überhaupt mal was rauskommt aus dem chinesischen Raum, irgendwie quasi auch in den europäischen, westlichen Markt. Und dann noch ein Horror-Game. Ich glaube, die sind, ich weiß nicht, wie das in China ist, aber ich glaube, die sind ziemlich streng reguliert, was sowas angeht. Deswegen wundert mich das, ehrlich gesagt. Und ich muss sagen, ich bin wirklich positiv überrascht gewesen von dem Spiel.
Es ist sehr intensiv, es ist wirklich ein Horrorspiel, aber es hat halt auch eine sehr traurige Geschichte, soweit ich das verstehe. Es ist eigentlich mehr eine traurige Geschichte als ein Horrorgame. Es erinnert mich eher so ein bisschen an Edith Finch, diese Geschichte, die erzählt wurde. Falls ihr The Remains, was, wie ist das nochmal? What Remains of Edith Finch. Ist schon sehr, sehr interessant. Also eigentlich waren wir immer das Problem, der Vater, wir. Wir haben immer versucht, unsere Tochter irgendwie in eine Erfolgsrichtung zu drängen. Und sowas ist natürlich nicht gut. Sie hat sich auf jeden Fall unter Druck gefühlt. Gleichzeitig haben wir unser Geld für diesen Scharlatan ausgegeben, für diese Priesterin oder was das war. Wir sind drauf reingefallen. Wir haben möglicherweise unsere Tochter dafür geopfert. Sie zeigen es so nicht, aber dieses letzte Ritual, was wir durchführen sollten mit dem Wein getränkt und so, ist so traurig. Und wir haben unsere Frau verloren, sie ist abgehauen. Aber warum hat sie das Mädchen nicht mitgenommen? Alles, was sie wollte, war eigentlich rausgehen und spielen mit den Eltern. Dann hätte sie sich wahrscheinlich beruhigt. Also super Spiel, super Spiel. Habe ich übrigens den Key geschenkt bekommen von den Entwicklern. Vielen Dank dafür, so im Nachhinein. Habe ich am Anfang nicht gesagt. Ich werde mir gleich mal ein paar Rezensionen durchgucken. Mal gucken, was jetzt genau das Problem war für chinesische Spieler, dass das Spiel so schlecht bewertet wurde. Wo jetzt die Kritik irgendwie lag. Mir ist jetzt nichts aufgefallen, aber wie gesagt, ich kenne mich jetzt auch null damit aus. Also taiwanesisches Spiel, glaube ich. Das ist ja, glaube ich, eh kompliziert. Ich glaube, Taiwan gehört zwar irgendwie zu China, aber die Taiwanesen, die sagen, die sind damit, glaube ich, nicht zufrieden. Das war, glaube ich, auch so eine Art Übernahme. Ich bin mir nicht ganz sicher. Korrigiert mich, falls ich falsch liege. Ich habe es irgendwie nur so im Hinterkopf. Da war auf jeden Fall irgendwie was mit Taiwan und China. Das ist irgendwie nicht so ganz so im Lot, so, ne? Das mit den beiden. Ich weiß, dass viel, viel Hardware in Taiwan hergestellt wird. Mainboards, zumindest früher. Okay, ich glaube, das war's jetzt. Ich glaube, nein, das war's nicht. Irgendwas ist da noch. Etwas kommt noch. Ich höre zumindest die Uhr ticken. Okay. Oath redeemed. Errungenschaft freigeschaltet. Okay. Homecoming. Jetzt sind die Chapters auf jeden Fall freigeschaltet. Okay. Ich frage mich wirklich, was das Geheimnis sein könnte. Ihr könnt ja gerne mal, falls ihr das Spiel auch selber spielen wollt und ihr was findet in dem Spiel, dann könnt ihr das gerne nochmal hier in die Comments schreiben. Ich würde mir das auch nochmal ansehen dann, für den Fall. Und ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Indie-Horror-Einteiler wieder. Haut rein, Leute. Ciao.